Hallo, dieses Video beginnt mit einer Warnung. Im Folgenden werden ein paar der ganz großen Fragen der menschlichen Existenz diskutiert und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das im harmloseren Fall zu Knoten im Gehirn und im schlimmeren Fall zu Existenzängsten führt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Douglas Adams oder fragen Sie Gott oder das fliegende Spaghetti-Monster. So, niemand soll sagen, ich hätte ihn nicht gewarnt, aber da das jetzt erledigt ist, können wir loslegen. Wie der Titel schon verrät, möchte ich über ein Thema reden, das mich schon immer fasziniert hat und mit dem ich mich jetzt zuletzt aber nochmal gründlicher beschäftigt habe, nämlich den freien Willen. Ich studiere Psychologie und hatte bei der Studienwahl auch über Philosophie nachgedacht, von daher ist so ein Thema quasi wie geschaffen für mich und deshalb habe ich mich sofort darum gerissen, als in einem Seminar, das ich in diesem Semester hatte, der freie Wille ein mögliches Referatsthema war. Ich hatte mir dann innerlich quasi schon vorgenommen, notfalls über Leichen zu gehen, um das Thema zu bekommen. Aber zu meiner Verblüffung wollte das sonst irgendwie keiner. Und ein paar Wochen später hatte ich mich dann um Kopf und Kragen recherchiert, weil sich bei dem Thema einfach so viele faszinierende Türen aufmachen, dass ich quasi durch jede einfach durchgehen musste. Und ich habe so viel gelernt dabei, dass ich das Ganze jetzt auch auf YouTube teilen möchte. Ich lerne im Psychologiestudium überhaupt jede Menge faszinierende Dinge, verbreite die aber bisher nicht auf diesem Kanal weiter, obwohl ich eigentlich Lust dazu hätte, solche Videos zu machen. Ich mache es aber ganz einfach deshalb nicht, weil es schon jede Menge großartiger Kanäle gibt, die genau das tun. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mache dann nur etwas, was andere eh schon tun, und zwar in einem Niveau, das ich von der Professionalität her einfach gar nicht erreichen kann, dann sehe ich keinen Grund mehr dazu, das zu machen. Aber für dieses Thema mache ich eine Ausnahme, weil es mir so angetan hat und weil ich auch nicht mit der Ansicht übereinstimme, die sich zurzeit in der Psychologie, in der Neurowissenschaft, in der ganzen Wissenschaft offenbar durchsetzt zum freien Willen und die dann auch in vielen Videos auf YouTube und Vorträgen und so weiter zum Ausdruck kommt. Denn immer mehr Forscher, besonders gern Neurowissenschaftler und Physiker, aber auch manche Philosophen, stellen es so dar, als wäre es eigentlich schon gar keine Frage mehr, dass der freie Wille eine Illusion sein muss. Und der Ton, in dem sie das erklären, legt nahe, dass an den freien Willen nur noch ja, naive Romantiker glauben können und dass ein ernsthafter Wissenschaftler, der was auf sich hält, längst nüchtern erkannt haben sollte, aus Sicht der Naturwissenschaft ergibt sich die mit der Selbstwahrnehmung unvereinbare Schlussfolgerung, dass der Wille nicht frei sein kann, um einen prominenten Vertreter dieser Ansicht zu zitieren. Also der freie Wille wäre demnach eine genauso naive, unwissenschaftliche Vorstellung wie der Mann im Mond oder Telepathie oder eine körperlose Seele, die nach dem Tod in den Himmel aufsteigt. Ich sehe das anders. Also nicht das mit dem Himmel oder dem Mann im Mond, sondern ich glaube, dass die Argumente, die diese Forscher zum freien Willen vorbringen, an sich schon durchaus stimmen, aber dass sie eine ganz andere Frage beantworten und dass die Debatte am Kern des Begriffs freie Wille völlig vorbeigeht. Und das möchte ich jetzt darlegen. Das wird ein ziemliches Mammutvorhaben, wie man ja auch an der Länge des Videos schon sehen dürfte. Ich werde aber auch vieles sehr ausführlich erklären und auch wiederholen, weil das Ganze ein so abstraktes Thema ist, bei dem man sich auch noch auf so ungewöhnliche Denkebenen begeben muss, sozusagen, dass ich es wichtig finde, dass ich die Dinge ganz genau auseinandernehme. Denn ich habe selbst Wochen gebraucht, bis ich durch das Thema mich so weit durchgedacht hatte, dass ich mir die Meinung herausbilden konnte, die ich am Ende dieses Videos darstelle. Und deshalb erkläre ich es lieber ein paar Mal zu viel, damit es auch wirklich verständlich ist. Für Leute mit Vorwissen in Psychologie werden dann viele Dinge überflüssig sein, viele Erklärungen, aber ich möchte, dass man das Video auch ohne Vorwissen verstehen kann, deshalb seht es mir nach. Viel von dem, was ich erzählen werde, ist natürlich stark subjektiv und meine eigene Ansicht, aber ich beginne erstmal bei wissenschaftlichen, empirischen Experimenten, die angeblich den freien Willen widerlegt haben sollen. Aber tatsächlich anfangen möchte ich noch mit einem anderen Punkt, nämlich warum man über die Frage überhaupt debattieren muss. Also, sofern man überhaupt möchte. Aber wenn man über die Frage debattieren will, warum man da nicht einfach antworten kann, ja, offensichtlich habe ich freien Willen. Ist eine dumme Frage. Weiß ich halt. Den Standpunkt vertreten auch einzelne Wissenschaftler. Ein Psychologe, Roy Baumeister, schreibt zum Beispiel, die ganze Debatte würde ihn an einen Witz über Wirtschaftswissenschaftler erinnern, die nach dem Motto denken würden,
Okay, es funktioniert zwar in der Praxis, aber klappt es auch in der Theorie? Also er meint, wenn etwas offensichtlich funktioniert oder vorhanden ist, dann kann man sich doch alle weiteren Diskussionen sparen. Und so wäre es auch mit dem freien Willen, denn es sei doch jeden Tag überall zu beobachten, dass man selbst in der Lage ist und dass andere in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Offensichtlich. Also warum soll man sich dann noch lang und breit philosophisch das Gehirn verrenken, wenn man doch sieht, dass es so ist? Aber mit dem Einwand macht man einen Fehler, den man, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, eigentlich so bald und so häufig immer wieder kennenlernt, dass ich kaum glauben konnte, dass das wirklich einer der bekanntesten Psychologen unserer Zeit geschrieben haben soll. Denn das ist der Herr Baumeister. Denn der müsste es eigentlich wirklich besser wissen. Also somit das Erste, was man in der Psychologie kapiert, ist, dass man seiner Wahrnehmung nicht trauen kann. Wahrnehmung ganz allgemein bedeutet nicht, die Umgebung mit den Sinnen so zu erfassen, wie sie wirklich ist, sondern wir konstruieren uns eine Wahrnehmung. Das Gehirn konstruiert sich etwas, es bastelt sich aktiv eine Welt zusammen. Es ist nicht wie eine Kamera, die passiv das, was von außen kommt, einfach nur registriert, sondern es ist eher wie in den Scheibenweltromanen von Terry Pratchett, wo eine Kamera eine Box ist, in der ein kleiner Kobold mit Pinsel und Leinwand sitzt, der selbst das Bild malt. Das ist natürlich nicht wirklich als Vergleich gemeint, aber jedenfalls ist das, was wir als Wahrnehmung erleben oder auch zum Beispiel als Erinnerung, das sind alles Konstruktionen des Gehirns, die natürlich sinnvollerweise sehr stark an der Außenwelt orientiert sind und mit dieser schon sehr oft sehr genau übereinstimmen, aber nicht unbedingt. In der Evolution haben nicht unbedingt diejenigen höhere Überlebenschancen gehabt, die die äußere Umwelt möglichst korrekt wahrgenommen haben. Meistens ist das schon die beste Möglichkeit, aber in manchen Fällen ist es die hilfreichere oder wie der Psychologe sagt, die adaptivere Option, eine bestimmte Verzerrung einzubauen. Ein ganz einfaches Beispiel, um zu erkennen, wie das Gehirn Dinge konstruiert, ist so etwas hier, was gern als optische Täuschung bezeichnet wird, aber das ist eigentlich Quatsch, denn der Fehler liegt nicht bei der Optik. Auf der Netzhaut im Auge werden die beiden Quadrate mit der gleichen Helligkeit registriert. Erst das Gehirn pfuscht dazwischen und konstruiert eine Wahrnehmung, bei der es dann eben seine Erfahrung mit Schatten berücksichtigt. Und der wichtige Punkt ist, man kann ja leicht beweisen, dass die beiden Quadrate die gleiche Farbe haben, indem man alles andere abdeckt. Also dass da physikalisch der gleiche Reiz vorhanden ist. Und wenn man den Rest abdeckt, dann muss das Gehirn ja nichts mehr korrigieren, weil die Schatten ja nicht mehr zu sehen sind. Dann kann man also sehen, dass die Quadrate die gleiche Farbe haben. Aber selbst wenn man das weiß, ist es völlig unmöglich, die eigene Wahrnehmung sozusagen zu ändern und die Quadrate in dem ganzen Bild als gleich wahrzunehmen. Und wenn wir es in diesem Fall jetzt nicht testen können, indem wir den Rest des Bildes abdecken, sondern wenn wir uns auf unsere Wahrnehmung verlassen müssten, wenn das quasi die einzige Quelle wäre, die wir hätten, dann müssten wir zu dem Schluss kommen, ja, offensichtlich ist das untere Quadrat heller, das sieht man doch, was soll man da noch diskutieren? Und nichts anderes macht man, wenn man sagt, ja, offensichtlich haben wir freien Willen. Aber bei der Frage haben wir nicht die Möglichkeit zu einem einfachen Test. Wir können da nicht einfach sowas tun, wie den Rest des Bildes abzudecken und so dann rauszufinden, ob das wirklich so ist, sondern die Frage ist halt komplizierter. Und darauf, dass die Antwort doch offensichtlich scheint, können wir uns also nicht verlassen. Und es gibt sogar Experimente, mit denen man noch deutlicher zeigen kann, dass wir uns wirklich nicht darauf verlassen können. Zum einen kann man eine Situation herstellen, in der Leute das Gefühl haben, sie hätten nach freiem Willen eine Entscheidung getroffen und eine Handlung ausgeführt, die in Wahrheit aber jemand anderes ausgeführt hat. Das funktioniert so. Zwei Menschen sitzen vor einem Computer. An dessen Maus ist ein Brett angebracht, sodass beide Menschen gleichzeitig gemeinsam den Mauszeiger steuern können. Und es ist dann nicht so ganz klar zu beurteilen, wer jetzt gerade die Bewegung steuert. Das vermischt sich zwischen beiden Personen, das kann man nicht so genau wahrnehmen. Auf dem Bildschirm sind verschiedene Dinge abgebildet. Die Anweisung des Versuchsleiters ist dann, ihr beiden, bitte stoppt so ungefähr alle 30 Sekunden den Mauszeiger auf einem Bild. Wann genau ist euch überlassen, aber halt ungefähr alle 30 Sekunden. Das machen die beiden und danach sollen beide bewerten nach jedem Bild, also man macht das natürlich sehr, sehr oft, wie sehr das Stoppen in diesem Fall jetzt ihre eigene Handlung war. Wie sehr sie selbst und nicht der andere jetzt willentlich dafür gesorgt haben, dass der Zeiger jetzt dort gestoppt wurde.
Und jetzt kommt der Trick daran. In Wahrheit ist nur eine der beiden eine echte Versuchsperson. Der andere steckt mit dem Versuchsleiter unter einer Decke. Beide haben Kopfhörer auf. Und der echte Versuchsteilnehmer hört darüber Musik und gleichzeitig gesprochene Wörter. Mit der Begründung, man wolle untersuchen, wie sich solche Ablenkungen auf die Aufgabe auswirken. Und er glaubt natürlich, der andere wird das auf seinem Kopfhörer auch hören. Der hört aber tatsächlich Anweisungen vom Versuchsleiter. Wie zum Beispiel, stoppe den Zeiger auf dem Schwan in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Gleichzeitig hört der Versuchsteilnehmer also Musik und Wörter. Und bei 1 bei dem Countdown hört er das Wort Schwan. Eine Sekunde später stoppt der andere den Zeiger auf dem Schwan, wie halt seine Anweisung war. Wenn man das tut, glaubt die Versuchsperson, sie selbst hätte den Zeiger dort gestoppt. Wichtig ist natürlich, dass man auch Durchgänge macht, bei denen die Versuchsperson ein Wort hört, ohne dass eine Sekunde später der Mitarbeiter den Zeiger dort stoppt. Dann machen das die Versuchspersonen nämlich nicht von selbst. Also nur weil man im Kopfhörer Schwan hört, fühlt man sich nicht veranlasst, gleich darauf den Zeiger zum Schwan zu bewegen und dort zu stoppen. Aber wenn man Schwan hört und eine Sekunde später der Zeiger dann wirklich dort stoppt, dann kommt es einem plausibel vor, man hätte selbst den Zeiger dort gestoppt, denn man hat ja offensichtlich gerade an einen Schwan gedacht. So, das heißt, man hat das Gefühl, man hätte gerade selbst eine Entscheidung getroffen und eine Handlung ausgeführt, aber in Wahrheit hat sie jemand anderes getroffen, der Versuchsleiter, und nochmal jemand anderes hat sie ausgeführt, nämlich der Konföderierte, also die Scheinversuchsperson. Also dieses Experiment sagt überhaupt nichts darüber aus, ob wir freien Willen haben oder nicht. Die Psychologen, die das durchgeführt haben, neigen dazu, das so darzustellen, aber das ist Quatsch. Über freien Willen sagt es erstmal gar nichts aus. Also darüber, ob der vorhanden ist oder nicht. Aber es zeigt, dass wir uns nicht sicher sein können, dass er vorhanden ist, nur weil es sich für uns so anfühlt. Und das andere Experiment, das in die gleiche Richtung geht, besteht daraus, dass man mit Hilfe von Magneten bestimmte Gehirnregionen stimuliert. Das klingt vielleicht sehr Science-Fiction-mäßig, ist aber schon lange eine gebräuchliche und übrigens auch völlig ungefährliche Methode in der Psychologie namens TMS, transkranielle Magnetstimulation. Wenn man jetzt Probanden die Aufgabe gibt, zufällig mal ihre eine, mal ihre andere Hand zu bewegen, dann bewegen Rechtshänder normalerweise so ungefähr in 40% der Durchgänge die linke Hand und ein bisschen öfter die rechte. Wenn man aber per TMS das Gebiet im Gehirn anregt, das die Bewegung der linken Hand kontrolliert, dann bewegen sie plötzlich zu 80% die linke Hand. Aber sie haben trotzdem noch das Gefühl, ihre Entscheidung frei und mit freiem Willen zu treffen. Auch das zeigt, dass wir das Gefühl von freiem Willen auch dann haben können, wenn er eingeschränkt ist oder es, ja, in Wirklichkeit da andere Dinge dahinter stehen zwischen der Entscheidung, die man getroffen hat und die von außen beeinflusst ist. Also das Gefühl von freiem Willen könnte eine Illusion sein, eine Täuschung unseres Gehirns, eine Konstruktion. Denn diese Konstruktion wäre sinnvoll. Also schließlich haben sich in der Entwicklung des Gehirns, in der Menschheitsgeschichte, natürlich, wie gesagt, in erster Linie diejenigen Konstruktionsregeln ergeben, die in der Evolution von Vorteil waren. Und es hat auf jeden Fall seine Vorteile, zu glauben, man hätte freien Willen und könne eigenständig entscheiden und handeln. Unabhängig davon, ob das wirklich so ist, könnte es vorteilhaft sein, daran zu glauben. Dazu komme ich später nochmal. Jedenfalls können wir also nicht einfach sagen, ist doch offensichtlich, dass wir freien Willen haben, sondern wenn man die Frage beantworten will, muss man ihr wirklich auf den Grund gehen. Und das versuche ich jetzt. Manche Wissenschaftler bestreiten den freien Willen aus prinzipiellen Gründen. Dazu komme ich später. Aber es wird auch immer wieder ein Experiment angeführt, das schon vor über 30 Jahren stattfand. Erstmals, glaube ich, 1979. Und das manchmal sogar ein Beweis genannt wird, dass wir keinen freien Willen hätten. Der Forscher, von dem es stammt, Benjamin Libet, hat das ironischerweise selbst nie so interpretiert, sondern er schreibt in seinem ursprünglichen Artikel sogar, dass man das nicht so interpretieren könne. Jedenfalls ist er mit dem Experiment berühmt geworden. Und es geht so. Man sitzt im Labor und hat so eine modische EEG-Haube auf dem Kopf, die anhand von elektrischen Spannungsschwankungen an der Kopfhaut die Aktivität der darunterliegenden Gehirnbereiche misst. Dann bekommt man ein Signal. Und nach diesem Signal soll man irgendwann, wenn man will, zu dem Zeitpunkt, zu dem man will und theoretisch ohne Zeitbeschränkung, die Hand oder die Finger beugen. Das macht man also nach ein paar Sekunden und dann kommt der nächste Durchgang.
Währenddessen hat man eine Uhr vor sich, um die ein Punkt herumläuft. Wie ein Zeiger, aber viel schneller halt. Also nach 2,5 Sekunden hat er immer die Uhr umkreist. Und während man die Aufgabe ausführt, soll man darauf achten, zu welchem Zeitpunkt man den bewussten Entschluss in sich wahrgenommen hat, ich werde jetzt die Hand bewegen. Und hinterher soll man dann angeben, an welcher Stelle der Punkt auf der Uhr war, als man diesen Entschluss getroffen hat. So dass man also versucht, auf diese Weise zu messen, wann man eine bewusste, freie Entscheidung sozusagen getroffen hat. Um das möglichst gut abzusichern, diese Methode, macht man auch Durchgänge, bei der die Person eine Berührung an der Hand von außen mit der gleichen Methode abschätzen soll. Also den Zeitpunkt dieser Berührung weiß man ja, kann man exakt feststellen. Und dadurch kann man für jede Person ermitteln, okay, diese Person schätzt die Zeit normalerweise 50 Millisekunden zu früh oder so und korrigiert dann ihre Angaben im Versuch um diesen Fehler. So versucht man also zu messen, wann eine Person den bewussten Entschluss gefasst hat, eine Handlung auszuführen. Und wann die tatsächliche Handlung ausgeführt wurde, kann man natürlich bestimmen, indem man einfach die Muskelaktivität der Hand misst. Dabei kommt im Durchschnitt heraus, dass man sich bewusst zur Handlung entschlossen hat, ungefähr 200 Millisekunden, also 0,2 Sekunden, bevor man die Hand tatsächlich bewegt hat. Das ist kein Wunder. Soweit ergibt es Sinn. Aber gleichzeitig wird ja auch die Gehirnaktivität gemessen, und zwar insbesondere in dem Bereich, der für Bewegung dieser Hand zuständig ist. Und dieser Bereich wird noch früher aktiv, nämlich nochmal 0,3 Sekunden vor dem bewussten Entschluss. Und das interpretiert der Autor dann so: Diese Beobachtungen scheinen der Fähigkeit des Menschen, seine freiwilligen Handlungen bewusst in Gang zu setzen und zu kontrollieren, gewisse Beschränkungen aufzuerlegen, was vornehmes Wissenschaftssprech ist für: In Wahrheit haben nicht wir die Kontrolle, sondern unser Gehirn beschließt schon, dass wir handeln werden, ohne dass wir das mitbekommen oder kontrollieren. Und das wird wiederum seit diesem Experiment als Beleg dafür gesehen, dass es den freien Willen nicht gäbe. Aber wenn man sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt, merkt man eigentlich schnell, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist und mit einem irgendwie haltbaren Beleg nichts zu tun hat. Es hat auch bei einem Artikel, der veröffentlicht wurde zu diesen Experimenten, konnten dann andere Forscher antworten darauf und das kritisieren quasi. Und das ist eine Liste von 15, 20 Antworten, die alle mehr oder weniger entsetzt klingen, so nach dem Motto, ja, was denkt ihr sich eigentlich, was er mit diesem Experiment zeigen will? Also einer schreibt da sowas wie, ja, wenn man sich nur genug einem Zweck verschreibt, dann kann es jedem passieren, dass er ansonsten ziemlich offensichtliche Prinzipien außer Acht lässt, was für einen Wissenschaftler, der ja immer ziemlich zurückhaltend formuliert, quasi in so einem Artikel schon eine sehr direkte Kritik ist. Von wegen, da hat jemand Wissenschaft gemacht, ohne die grundlegendsten Dinge überhaupt zu beachten, die man da beachten muss. Aber gut, also um mal konkret dazu zu kommen, was man daran kritisieren kann. Erstens ist diese Methode mit der Uhr zu messen, wann der bewusste Entschluss da war, schon ziemlich zweifelhaft. Also Lebert schreibt auch selbst, dass das nicht optimal ist, aber eine bessere Art, den Zeitpunkt von Gedanken oder Gefühlen zu messen, gäbe es halt nicht, weil da gibt es nichts Äußerliches, was man damit irgendwie korrespondieren kann, sondern das muss immer auf die Angabe der Versuchsperson zurückgehen. Und wenn es keine bessere Methode gäbe, dann sei das immer noch besser, als das Thema überhaupt nicht auch nur zu versuchen zu erforschen, meint Lebert. Man kann mit anderen Experimenten zeigen, dass man wirklich stark bezweifeln muss, ob diese Methode so aussagekräftig und zuverlässig ist. Und selbst wenn, hilft es auch nicht viel weiter, denn es geht natürlich auch um die Interpretation, wie sehr kann man das interpretieren. Also allein schon, wie viel hat so eine Bewegung der Hand, die Finger zu beugen, wirklich mit dem zu tun, was wir unter freiem Willen verstehen? Also wenn wir irgendwelche Lebensentscheidungen treffen. Also diese Hand zu bewegen hat keine Konsequenzen, es ist egal, es ist auch, man kann nicht wirklich was wählen dabei, sondern es ist einfach egal, wenn man das macht im Versuch. Das ist keine echte Wahl oder Ausdruck von freiem Willen. Und da man es zigmal hintereinander macht im Versuch, wird es auch irgendwann ziemlich automatisiert. Es gibt noch andere Kritikpunkte. Es gibt eine neuere Version dieses Experiments, bei dem man moderne Technik, modernere, benutzt hat. Man hat mit Magnetresonanztomographie, also diesen bekannten bunten Gehirnbildern, gearbeitet, statt mit der EEG-Haube. Und die Aufgabe war diesmal nicht einfach nur eine Handlung durchzuführen, sondern
Um etwas zu haben, was man vielleicht eher als freien Willen verstehen kann, sollte man hier zwischen zwei Tasten wählen. Und mit der Zeit war es dann möglich, zumindest ein bisschen vorherzusagen, welche Taste der Proband drücken wird. Mit ein bisschen meine ich, man liegt dann nicht nur in 50% der Fälle richtig, wie es wäre, wenn man einfach rät, sondern vielleicht in 60%. Und das einfach anhand der Gehirnbilder. Ein Computer kann ermitteln, welche Muster typischerweise auftreten, bevor die Person die rechte Taste drückt und genauso für die linke. Und dieses Ergebnis, das viel Aufsehen erregt hat, ist, also das Ergebnis dabei ist, dass das schon bis zu 10 Sekunden vor der Entscheidung möglich ist. Das klingt erstmal noch überzeugender als die Libet-Experimente, ist aber in Wahrheit genauso wenig irgendeine Widerlegung des freien Willens, denn erstens geht es, wie gesagt, um 60% statt 50% und in sehr vielen Fällen ist die Vorhersage falsch und der Mensch handelt anders als gedacht. Und zweitens ist es doch eigentlich keine Überraschung, dass unser Gehirn sich mit einer anstehenden Entscheidung schon beschäftigt, bevor wir dann die bewusste Entscheidung treffen. Schließlich wussten die Leute hier ja, dass sie gleich wieder eine Entscheidung treffen sollten zwischen den Tasten. Sie haben das in dem Versuch schließlich zigmal gemacht. Und dann beginnt man doch ganz von selbst darüber nachzudenken, welche Taste drücke ich jetzt gleich beim nächsten Mal. Und am Anfang ist das nur so ein Gedanke im Hinterkopf, bis man dann letztendlich die Entscheidung trifft und die Taste drückt. Es wäre also eher seltsam, wenn man von diesem Gedanken im Hinterkopf keine Spur gefunden hätte. Es wäre doch völlig unglaubwürdig zu sagen, die Person denkt an nichts, was mit Tasten zu tun hat. Ihr Kopf ist leer, bis sie dann urplötzlich und aus heiterem Himmel sagt, ich drücke jetzt die linke Taste und sie sofort drückt. Es ist bei größeren Entscheidungen im Leben doch auch so. Wenn man sich entscheidet, wohin man in Urlaub fährt, dann lässt man sich das doch auch schon ein bisschen durch den Kopf gehen, wie man so schön sagt, bis man dann irgendwann bewusst entscheidet, da geht's hin. Und erst diesen Zeitpunkt, den Zeitpunkt, an dem die Entscheidung bewusst feststand, haben die Versuchspersonen ja angegeben. Also da ist es doch kein Wunder, dass vorher schon etwas im Gehirn passiert, sondern es wäre viel merkwürdiger, wenn man das nicht finden würde und eine Entscheidung aus dem Nichts auftaucht, wie so ein Pokémon, so a wild decision appears. Es ist doch gar nicht schlimm, dass das Unbewusste zuerst loslegt, denn es gehört ja auch zu einem selbst. Es ist ja keine fremde externe Instanz oder wie es ein Forscher sehr schön ausgedrückt hat, es gibt keine Konkurrenz zwischen mir und meinem Gehirn. Ein Problem hätte der freie Wille erst, wenn das Unbewusste die alleinige endgültige Macht hätte. Also wenn sich im Unterbewusstsein entscheidet, welche Taste man drückt oder wohin man in Urlaub fährt und das bewusste Ich diese Entscheidung dann nur noch machtlos zur Kenntnis nehmen kann. Denn wie vorhin schon gesehen, ist es absolut möglich, dass das so ist und es uns aber trotzdem als freier Wille vorkommt, weil wir uns einfach täuschen würden mit dem Gefühl, bewusst frei entscheiden zu können, während in Wahrheit die Würfel schon längst gefallen sind, wenn wir bewusst eine Entscheidung zu treffen glauben. Und das war auch der Gedanke, den Libet zu seinen eigenen Experimenten geäußert hat, denn wie gesagt, er hat das selbst gar nicht als Widerlegung des freien Willens interpretiert, seine Experimente, sondern er hat geschrieben, dass sich freier Wille vielleicht so ausdrückt, dass er gegen die Entscheidung des Unterbewusstseins protestieren und ein Veto einlegen kann. Er selbst hatte noch nicht die technischen Möglichkeiten, um dazu ein Experiment durchzuführen, aber mittlerweile gibt es die und in diesem Jahr 2016 wurde ein solches Experiment veröffentlicht. Das andere Experiment hat ja schon gezeigt, dass der Computer die Entscheidung des Menschen bis zu einem gewissen Grad vorhersagen kann. Also hat man einfach Mensch gegen Maschine antreten lassen, um zu schauen, kann der Mensch diese Vorhersage noch austricksen? Also wenn die unbewussten Gehirnmuster eine Entscheidung ankündigen, ist das dann unumkehrbar? Sind die Würfel schon gefallen oder kann man noch bewusst eingreifen oder und sich anders entscheiden? Also hat man die Gehirnströme gemessen, also jetzt wieder EEG, und eine Software trainiert, Muster zu erkennen, die ankündigen, diese Person wird gleich die Taste drücken. Es gab jetzt wieder nur eine Taste und es ging darum, vorherzusagen, dass die jetzt gleich gedrückt wird. Wenn die Software bemerkt, dass sich da im EEG was tut und deshalb vorhersagt, dass die Person jetzt gleich in wenigen Bruchteilen einer Sekunde die Taste drücken wird, leuchtet ein rotes Licht auf, das die Person sieht und sie soll dann versuchen, dann doch nicht zu handeln. Und siehe da, das geht, zumindest bis sehr kurz vor der Handlung. Manchmal kommt das Licht erst so knapp, dass die Person unmittelbar danach, das heißt in weniger als 0,2 Sekunden später, die Taste drückt und dann kann sie es auch nicht mehr stoppen. Aber wenn das Licht früher kommt, also weniger als eine Sekunde, weniger als eine halbe Sekunde vorher, schafft man es so gut wie immer noch. Und es kommt übrigens auch oft vor, dass man die Taste drückt, ohne dass die Software das vorhergesehen hat. Also kurz gesagt belegt das sehr deutlich, dass man den Entschluss, der im Unterbewussten entsteht,
noch mit einem bewussten Willensakt stoppen und umkehren kann. Und zumindest ich finde, dass damit endgültig der Gedanke, die Experimente von Liebert würden in irgendeiner Weise den freien Willen widerlegen, begraben werden muss. Deshalb jetzt eher zu philosophischen Argumenten, denn das Ganze jetzt war sozusagen erst der Anfang. Ich möchte das jetzt so aufziehen, dass ich durchgehe, was könnte denn wirklich gegen einen freien Willen sprechen, wenn nicht die Liebert-Experimente. Und die erste Argumentation, die dafür immer wieder zu hören ist, ist aus meiner Sicht diejenige, die am offensichtlichsten Quatsch ist. Kleiner Spoiler, man hört wahrscheinlich schon länger ein bisschen raus, wie ich die Frage sehe und dass ich den freien Willen nicht für tot, sondern für quicklebendig halte. Aber trotzdem lohnt es sich dran zu bleiben, denn letztendlich ist die Antwort, die ich geben würde, noch ein bisschen interessanter. Also nicht einfach nur ja und nein oder nein, sondern hat es noch in sich, was jetzt noch alles kommt. Aber ja, ich schweife ab. Also, ich möchte drei Ansichten durchgehen, die gerne gegen den freien Willen angeführt werden. Die erste hört man überhaupt oft, wenn es um Psychologie geht. Und da möchte ich sozusagen überhaupt mal was loswerden. Also man hört oft, dass wir unsere Psyche, dass es eigentlich nur physikalische, chemische Vorgänge im Gehirn wären. Feuernde und hemmende Neuronen mit chemischen Botenstoffen, mit Nervenbahnen und so weiter. Nichts als biologische Maschinen. Über Liebe und Verliebtheit zum Beispiel wird dann gern gesagt, das seien doch eigentlich nichts weiter als biochemische, hormonelle Vorgänge. Und auf die gleiche Weise wird dann argumentiert, der freie Wille ist eine Illusion, denn eigentlich sind das alles nur neuronale Vorgänge, unsere ganze Psyche. Das halte ich aber deshalb für ein völlig unzureichendes Argument, weil ich mich frage, wie kommt man da auf das Nur und auf das Eigentlich? Also warum soll diese kleinste Ebene die einzig wahre und die einzig bedeutsame sein? Natürlich entstehen psychische Vorgänge auf diese Weise, durch feuernde und hemmende Neuronen, durch Botenstoffe und so weiter. So sieht das Ganze aus, wenn man sich mit dem Mikroskop die kleinste Ebene anschaut, so auf die Einzelteile geht. Genauso wie das Bild in einem Fernseher eigentlich nur aus einzelnen kleinen Farbpunkten besteht, wird es deshalb irgendeinen Sinn ergeben zu behaupten, dass das Bild als Ganzes eigentlich nicht existiert. Es sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen, die man da betrachtet. Entweder das große Ganze sozusagen, das ein sinnvolles Bild ergibt, oder die Auflösung in die kleinsten Elemente, aus denen das Bild entsteht. Wenn man wissen will, wie das Ganze zustande kommt, muss man natürlich diese kleinsten Einzelteile betrachten und erforschen. Und das ist oft ein Ziel in der Wissenschaft. Also es ist schon richtig, dass diese kleinste Ebene interessant ist, wenn man verstehen will, wie die menschliche Psyche entsteht. Aber daraus kann man doch nicht schlussfolgern, dass nur diese kleinste Ebene wirklich vorhanden ist oder dass nur diese Betrachtung der Dinge interessant oder wahr ist. Und das behauptet man natürlich, wenn man sagt, eigentlich gäbe es da ja nichts als neuronale Vorgänge. Das beinhaltet ja alle anderen Betrachtungsweisen wegen Täuschungen und die Wahrheit wäre erst auf dieser untersten Ebene zu finden. Aber das ist ein Fehler, finde ich. Wenn man das, was auf dem Fernsehbild zu sehen ist, nur beschreiben würde, indem man die einzelnen Farbpunkte auflistet, dann wird einem damit eine entscheidende Information fehlen. Man wüsste nicht, was auf dem Bild zu sehen ist. Solange es ein sinnvolles Bild ist natürlich. Wenn es nur zufällige Pixel sind, dann hat man alles erfasst, indem man die Pixel einfach auflistet. Aber wenn das Ganze zusammen ein neues, sinnvolles Gebilde ergibt, dann ist es auch sinnvoll, dieses Gebilde mit einem eigenen Begriff zu belegen und zusammenzufassen. Zum Beispiel, da ist ein Fußballspiel zu sehen. Das Ganze ist dann mehr als die Summe seiner Teile, wie man so schön sagt. Und genauso ist das mit psychologischen Begriffen. Die einzelnen neuronalen Impulse und was sonst so alles im eigenen Gehirn und Körper auf der kleinsten Ebene passiert, ergeben zusammen und in ihrem Zusammenspiel eben tatsächlich neue, größere Gebilde, wie zum Beispiel erstmal ganz einfach Gedanken. Aber auch Ziele, Stimmungen, Bewusstsein, das Gefühl eines Ichs und wenn man sagt, eigentlich wären das doch alles nur biochemische Vorgänge, dann sagt man damit quasi, die Phänomene wie eben Gedanken, Absichten bis hin zu Dingen wie Liebe haben keine Bedeutung. Aber diese Begriffe fassen etwas zusammen, was in der Beschreibung allein über die kleinste Ebene nicht enthalten ist. Wenn man das exakte Muster, die exakte Konstellation an neuronalen Vorgängen beschreiben würde, die im Gehirn einer Person vorliegen, die gerade ein bestimmtes Gefühl empfindet, dann wäre mit dieser Beschreibung nichts anzufangen. Sie wäre völlig nichtssagend, solange man nicht weiß, was in der Summe daraus für ein Phänomen entsteht. Sprich, solange man das Gefühl nicht benennt.
Diese zusammenfassenden Begriffe haben einen Mehrwert über die kleinste physikalische Ebene hinaus. Das darf man nicht mit der Ansicht verwechseln, die Betrachtung der kleinsten physikalischen und biochemischen Vorgänge wäre nicht alles, weil es mehr auf der Welt gäbe als nur die Physik oder so. Nach dem Motto dieses unerträglichen Shakespeare-Zitates: Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Das gerne von Leuten angeführt wird, die einem irgendwas von irgendwelchen mysteriösen, unsichtbaren, übernatürlichen Kräften weismachen wollen. So. Es geht mir also nicht darum, dass es neben den physikalischen Vorgängen im Gehirn noch etwas anderes gäbe, dass das Ich oder die eigene Psyche noch irgendeinen Teil hätte, der außerhalb der Physik und der Materie schwebt, so etwas wie eine immaterielle Seele. Ich bin Wissenschaftler und kein Esoteriker. Das stelle ich deshalb klar, weil man bei Phänomenen wie Gefühlen, Bewusstsein und dem Gefühl eines Ichs irgendwie das Bauchgefühl hat, dass das doch keine physikalischen, körperlichen Phänomene sein können. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie das sind. Genauso wie das Fernsehbild als Ganzes immer noch etwas Physikalisches bleibt. Es ergibt für uns einen Sinn, der mit der Auflistung der einzelnen Pixel nicht erfasst wird. Aber das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas Magisches im Spiel wäre, was über die Physik hinausgeht. Man muss da keine Wunder annehmen und keine Magie. Auch wenn es nebenbei gesagt für mich die rätselhafteste Frage überhaupt bleibt, die ich kenne, wie aus kleinen physikalischen Vorgängen, die für sich genommen nichts bedeuten, so ein unglaubliches Phänomen wie Bewusstsein oder auch solche Phänomene wie Erinnerungen, Wünsche und Gefühle entstehen können. Das will mir überhaupt nicht in den Kopf. Ich empfinde das als echtes Wunder. Deshalb muss ich aber absolut nicht glauben, es wäre in irgendeiner Form etwas Übernatürliches, nur weil ich es nicht verstehe. Aber um zum Thema freier Wille zurückzukehren. Der Punkt ist also, dass die Ebene der einzelnen Neuronenverbindungen, der Neurotransmitter, einfach der einzelnen kleinen Gehirnvorgänge, zwar eine Ebene ist, auf der man sich die Psyche anschauen kann, aber es ist nicht die einzige begriffliche Ebene, sondern es gibt Phänomene, die erst in der Summe und im Zusammenspiel dieser kleinsten Einheiten überhaupt entstehen und auftauchen. Und so etwas wie freier Wille wäre ganz klar ein solches Phänomen. Dass man den auf der untersten Ebene nicht findet, ist kein Wunder. Auch wenn man zum Beispiel sagt, Liebe lasse sich doch im Detail betrachtet nicht finden, eigentlich seien das doch letztendlich nur biochemische Vorgänge. Dann möchte ich immer antworten, ja, also was soll man denn auf der Ebene sonst finden? Also warum finden manche Leute das offenbar enttäuschend? Haben sie erwartet, dass man da ein kleines herzförmiges Neuron findet oder Zauberei oder Sternenstaub oder was? Also natürlich findet man da physikalische Vorgänge, was denn sonst? Das heißt doch nicht, dass die daraus entstehenden Phänomene irgendwie nicht real oder bedeutungslos wären oder nur eine Täuschung oder dass irgendwas an denen weniger faszinierend wäre. Ein einzelnes Neuron kann genauso wenig freien Willen besitzen, wie ein einzelnes Neuron denken oder sehen kann. Jedes einzelne Neuron in deinem Gehirn ist strohdumm für sich genommen. Aber insgesamt besitzt du etwas wie Intelligenz und denken und sehen kannst du auch, obwohl kein einzelner Teil von dir das für sich genommen alleine kann. Das Ganze ist so gesehen mehr als die Summe seiner Teile. So, das war jetzt ein langer Abschnitt nur zu dem ersten Einwand und dabei ist der noch der unkomplizierteste, der sich am schnellsten widerlegen lässt. Und bei dem ich mir auch am sichersten bin, dass ich da sozusagen recht habe mit meiner Ansicht. Sonst, was jetzt alles noch kommt, sind natürlich ziemlich weite Felder, bei denen es irgendwann sehr subjektiv wird. Jedenfalls formuliere ich das alles so ausführlich aus und wiederhole die Dinge tendenziell mehrmals in unterschiedlichen Formulierungen und Vergleichen, weil man bei so abstrakten Themen ja kaum zu ausführlich werden kann, wenn man sicher gehen will, dass man wirklich deutlich gemacht hat, was man ausdrücken will. Das zweite vermeintliche Argument gegen einen freien Willen geht in eine ähnliche Richtung, macht aber nochmal ganz andere Themen auf und wird damit jetzt erst recht sehr ausführlich. Es geht in eine ähnliche Richtung, weil sich darin auch die Attitüde ausdrückt, dass wir, wenn wir uns Freiheit oder überhaupt ein dynamisches Innenleben zuschreiben, auf naive Weise auf romantischen Konzepten beharren würden, die man als nüchterner Wissenschaftler nur als Gefühlsduselei abtun könnte. Also so scheinen das manche Leute zu sehen, die in diese Richtung argumentieren. Und ihr zweiter Punkt in dieser Richtung ist jetzt, die Welt ist deterministisch und damit ist der freie Wille eine Illusion. Meine Antwort darauf ist, und nicht nur meine Antwort, erstens wissen wir nicht, ob die Welt deterministisch ist und zweitens hat es eigentlich, wenn man sich mal genau überlegt, gar keine Auswirkung auf die Frage nach dem freien Willen. Aber dazu gleich. Erstmal zum Begriff Determinismus.
Dabei geht es um eine ganz grundlegende Unterscheidung, wie man sich die Welt vorstellt. Nämlich einfach die Frage, gibt es auf der Welt so etwas wie echten Zufall oder nicht? Es ist denkbar, dass die Naturgesetze unausweichlich festlegen, was passiert. Erstmal auf der untersten Ebene, das heißt auf Ebene der Atome oder noch kleiner der einzelnen Teilchen und so weiter. Ich bin kein Physiker, ich weiß nicht, was da sozusagen die unterste, kleinste Ebene wäre, auf die man gehen kann. Aber entweder ist es also so, dass auf jeder Ebene Naturgesetze gelten, die strikt, eindeutig, zwangsläufig festlegen, wie sich die Dinge verhalten. Das wäre Determinismus. Oder es gibt zum Beispiel bei Quantenprozessen so etwas wie echten Zufall. Das ist die Alternative. Soweit ich weiß, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass sich ein Teilchen irgendwie entweder in die eine oder andere Richtung ausrichtet, einen Spin in die eine oder andere Richtung hat, dass ein Atomkern zu einem zufälligen Zeitpunkt zerfällt oder dass ein Elektron keinen festen Ort innerhalb eines Atoms hat, sondern dass man nur Wahrscheinlichkeiten benennen kann, wo es sich befindet oder was auch immer. Also das ist jetzt bestenfalls Halbwissen, ich kenne mich da nicht aus. Und ich habe mich auch nicht schlauer gemacht, weil es für dieses Video nicht entscheidend ist. Wenn es da aber irgendwo echten Zufall gibt, das heißt Dinge, die ohne Ursache entweder so oder so passieren, dann wären die Vorgänge, die auf einer größeren Ebene daraus entstehen, immer noch regelmäßig. Zum Beispiel zerfällt ein radioaktives Element ja nach einer bestimmten gleichmäßigen Rate. Das ist kein Widerspruch zum Zufall, weil wir da einfach von so vielen Millionen, Milliarden einzelnen Zufallsereignissen reden, dass sich das extrem schnell ausgleicht und herausmittelt und regelmäßig wird. Das heißt, für alle halbwegs größeren Zusammenhänge kann man Gesetzmäßigkeiten formulieren, die auch dann sehr schnell, sehr genau stimmen, wenn auf der kleinsten Ebene Zufall im Spiel sein sollte. Und es geht übrigens auch nur um diese kleinste Ebene. Es geht nur darum, bewegen sich einzelne Teilchen immer vorhersagbar oder nach zwingenden Ursachen oder kann es Vorgänge geben, die ohne Ursache entweder so oder so passieren. Es bezieht sich nur auf diese Ebene und nicht auf Zufall oder Ursache-Wirkung in dem Sinne, wie wir das in unserer zusammenfassenden Sprache benutzen, wenn wir sagen, wir hätten jemanden zufällig getroffen oder es wäre zufällig die Lottozahl 42 gezogen worden. Da benutzen wir den Begriff Zufall zu sagen, um zu sagen, wir können keine Ursache dafür erkennen. Aber bei Determinismus oder Indeterminismus geht es nicht darum, dass die gesamte Kugel mit der Zahl 42 drauf sich plötzlich ohne Ursache in die eine oder andere Richtung bewegt, sondern es geht um die einzelnen Teilchen. Aber die wichtige Konsequenz daraus ist, in einer deterministischen Welt wird zwangsläufig und unabänderlich der komplette weitere Verlauf sämtlichen Geschehens im Universum feststehen, und zwar seit immer und für immer. Der Gesamtzustand des Universums mit allen seinen Teilchen in diesem Moment würde wegen der geltenden Naturgesetze vollkommen festlegen, wie es weitergehen wird, und zwar bis in alle Ewigkeit. Und das schließt natürlich menschliche Handlungen mit ein. Solange man nicht annimmt, dass irgendetwas von uns, zum Beispiel eine Seele, irgendwo außerhalb der Materie existiert, aber das ist, wie gesagt, keine Position, die in der Wissenschaft ernsthaft eine Rolle spielt, zumindest nicht in der Psychologie und Neurowissenschaft, vielleicht bis in der Philosophie. Diese Vorstellung klingt jedenfalls einigermaßen gruselig, vor allem wenn man das im Kopf weiterspinnt und sich zum Beispiel klar macht, dass damit auch der eigene Todestag und solche Dinge schon feststehen würden. Das ist eine Vorstellung, die ich bisher auch gerne den Esoterikern und Astrologen überlassen hätte. Warum es in Wahrheit aber nicht ganz so gruselig ist, darauf komme ich später noch. Jetzt erstmal zum freien Willen. In einer indeterministischen Welt mit echtem Zufall dagegen mitteln sich die vielen zig Milliarden einzelnen winzigen Zufallsereignisse zwar so schnell so weit heraus, dass die Welt trotzdem nach Gesetzmäßigkeiten abläuft, die aber eben keine zwangsläufigen, hundertprozentig exakten Zusammenhänge sind, sondern die sich durch die Summe der vielen einzelnen Wahrscheinlichkeiten sehr exakt so ergeben, dass sie aber nur 99,99% sozusagen an einen exakten Zusammenhang herankommen. Deshalb behandeln viele Physiker offenbar auch den Determinismus als eine Art Heuristik, soll heißen, auch wenn man nicht weiß, ob die Welt wirklich deterministisch ist, kommt man in der Praxis wunderbar klar, weil man es annimmt, weil auf der größeren Ebene so oder so eben Gesetzmäßigkeiten entstehen. Ob die dann entstehen, weil die Welt auf der kleinsten Teilchenebene wirklich zwangsläufig nach Gesetzen abläuft oder weil sich die Zufälligkeiten, die es da gibt, einfach sehr schnell gegenseitig neutralisieren und aufheben, kann einem aus praktischer Sicht dann egal sein. Aber der wichtige philosophische Unterschied ist natürlich,
Mein Todestag würde in einem solchen indeterministischen Universum nicht feststehen. Wir wissen nicht, ob die Welt deterministisch ist oder nicht, und es ist auch schwer vorstellbar, wie man jeweils das eine oder andere beweisen könnte. Mich persönlich lassen die Anzeichen, die es in der Quantenphysik ja offenbar dafür gibt, zwar eher an eine probabilistische, also indeterministische Welt glauben, aber das ist bei mir jetzt wirklich ein naiver, uninformierter Physik-Laienglaube, den ich nicht mit irgendwelchem Fachwissen untermauern könnte. Außer, dass sich die Quantenphysik ja anscheinend immer mehr und immer fester etabliert. Deshalb glauben wohl auch immer weniger Physiker an eine vollständig deterministische Welt. Aber wir wissen es jedenfalls nicht. Aber welche Rolle spielt das Ganze jetzt für die Debatte um den freien Willen? Naja, wie gesagt, wird gerne argumentiert, die Welt wäre deterministisch. Obwohl das also, wie gesagt, eine offene Frage ist. Und weil die Welt deterministisch sei, könne es keinen freien Willen geben. Auf den ersten Blick scheint das plausibel, denn wie soll es in einer zwangsläufigen Welt freien Willen geben? Also, hoch lebe der Indeterminismus. Irgendwann sind aber Philosophen auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich auch nicht die Lösung ist, denn wie sollen Zufallsereignisse auf Quantenebene oder sonst wo freien Willen bedeuten? Denn wenn das echter Zufall ist, dann bedeutet das, dass wir da genauso wenig Einfluss haben wie in einer zwangsläufigen Welt. In beiden Möglichkeiten können wir nicht eingreifen und den Lauf der Dinge ändern. Die Welt läuft so oder so einfach ab. Nur halt entweder zwangsläufig in eine Richtung oder so, wie es der Zufall gerade will. Und damit letztendlich willkürlich. Und das klingt auch nicht gerade nach freiem Willen. Was einem damit erstmal klar wird, ist, dass man sich von einer bestimmten Vorstellung von freiem Willen verabschieden muss, die wahrscheinlich die meisten Menschen erstmal so intuitiv von vornherein mitbringen. Solange man nicht ganz genau über das Thema nachzudenken beginnt, bringt man dieses Gefühl vielleicht mit. So, freier Wille würde bedeuten, dass ich jetzt aus mir heraus ohne eine vorherige Ursache etwas beschließe oder wähle oder entscheide. Aus mir heraus. Ich setze diese Entscheidung in die Welt. Ich bin die erste Ursache dafür. Ich erschaffe diese Entscheidung sozusagen. Ich bin der Erstverursacher dieser Entscheidung oder Handlung. Aber wie soll das eigentlich irgendeinen Sinn ergeben, außer wenn man annimmt, dass ich irgendwo außerhalb der physikalischen Welt sitze und von außen auf sie einwirken kann? Es gibt sicherlich Leute, die jetzt sagen würden, okay, dann ist das wohl so, dann sitzen wir wohl außerhalb der physikalischen Welt und es gibt wirklich mehr zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumt. Aber wie schon mehrmals gesagt, das ist keine ernstzunehmende wissenschaftliche Position. Allein schon, weil wir wissen, dass dieses Gefühl eines Ichs und überhaupt alle psychischen Funktionen komplett und eindeutig und direkt vom Gehirn abhängen, von dieser wabbligen 3 Kilo schweren Masse, die eindeutig innerhalb der physikalischen Welt liegt. Änderungen in dieser physikalischen Masse gehen genau und zwangsläufig mit Änderungen in der Psyche einher. Unsere Psyche entsteht allein aus diesen materiellen Vorgängen. Und es gibt nicht den geringsten Grund oder Beleg, um anzunehmen, dass es irgendwas außerhalb der materiellen Welt gäbe. Da sind sich Wissenschaftler so einig, wie sie sich über irgendwas nur einig sein können. Aber ich glaube, wer das anders sieht, der hat auch dieses Video längst abgeschaltet. Von daher brauche ich das jetzt wahrscheinlich nicht noch weiter zu betonen. Also wenn man das bedenkt, ist es also klar, dass freier Wille nicht bedeuten kann, dass ich wie von Zauberhand aus dem Nichts einen Wunsch oder eine Entscheidung erschaffe. Diese Vorstellung, dass wir das könnten, nennt man auch unbedingten freien Willen. Und nur gegen den argumentieren aus meiner Sicht die Forscher, die den freien Willen als Illusion bezeichnen, wirklich stichhaltig. Aber darüber müssen wir gar nicht diskutieren, denn dass es diese Art von freiem Willen nicht gibt, da können wir uns unter Wissenschaftlern schnell darauf einigen. Das ist also eigentlich ziemlich trivial. Aber eine andere Vorstellung von freiem Willen funktioniert trotzdem, nämlich der bedingte freie Wille. Denn man kann argumentieren, okay, dass wir nicht aus heiterem Himmel einen Wunsch in die Welt setzen können, ist nicht weiter schlimm. Der Kern dessen, worum es uns geht, wenn wir gerne freien Willen haben möchten, ist doch, dass unsere Handlungen durch unsere Wünsche zustande kommen. Dass wir so und so handeln, weil wir so und so handeln wollen. Und das ist weiterhin möglich, auch wenn man einsieht, dass wir nicht von außen auf die Welt einwirken können, weil wir nicht außerhalb der Welt stehen. Wenn man annimmt, dass die Welt deterministisch ist, dann würde man mit dieser Logik sagen, es ist nicht der entscheidende Punkt, dass mein Verhalten determiniert ist, sondern entscheidend ist, wovon es determiniert ist. Solange es von meinen eigenen Wünschen determiniert ist, ist doch alles in Ordnung. Jetzt muss man natürlich mit den Begriffen aufpassen, denn streng genommen kann man nicht wirklich oder kann man nicht davon sprechen, dass ein solches
nebulöses Gebilde wie ein Wunsch irgendetwas determiniert oder verursacht. Wenn man das wirklich so streng physikalisch betrachtet, und das muss man, wenn man das Ganze mit Determinismus oder Indeterminismus vereinbaren will, dann kann man von Ursache und Wirkung in letzter Konsequenz nur auf der untersten Ebene sprechen, wo sich ein Teilchen, ein Atom oder was auch immer wirklich aufgrund von Ursache und Wirkung so und so bewegt. Aber alle Phänomene, die wir dann mit Begriffen zusammenfassen, wie Wunsch, Gedanke oder auch Handlung, sind ja Phänomene, die irgendwie, wir wissen nicht wie, aus bestimmten Anordnungen dieser Teilchen hervorgehen und entstehen. Und wie schon erklärt, ist es sinnvoll, diese Phänomene als eigenständige, interessante Gebilde zu betrachten und nicht als Illusionen. Aber es sind Epiphänomene, das heißt Phänomene, die nur sozusagen nebenbei als Nebenprodukt entstehen und nicht selbst kausal etwas beeinflussen. Das heißt, die Kausalkette, dass ein bestimmter Wunsch eine bestimmte Handlung determiniert, ist nur eine scheinbare Kausalkette, denn die wirklichen Ketten aus Ursache und Wirkung spielen sich nicht auf dieser Ebene ab, sondern auf der Teilchenebene. Aber das macht nichts, solange diese Scheinverbindung sehr zuverlässig ist. Also wenn aus den Konstellationen von Teilchen, mit denen als Epiphänomen ein bestimmter Wunsch einhergeht, sehr regelmäßig eine Konstellation entsteht, mit der als Epiphänomen eine passende Handlung einhergeht. Solange das so ist, ist alles in Ordnung. Aber das nur zur Klärung. Der Einfachheit halber spreche ich jetzt im weiteren Video davon, dass Wünsche Handlungen determinieren oder dass Motive das Verhalten beeinflussen, weil es eben faktisch auf das Gleiche hinausläuft, obwohl diese Wirkungskette streng genommen nur indirekt ist. Wenn also sozusagen meine Wünsche mein Verhalten determinieren oder anders gesagt ihm vorausgehen, ist also alles in Ordnung. Jetzt möchte man natürlich sofort einwenden, ja, aber meine Wünsche müssen doch wiederum selbst eine Ursache haben. Und man kann das doch immer weiter zurückverfolgen, bis an den Anfang der Zeit. Damit werden unsere Wünsche doch von Dingen vor unserer Geburt verursacht. Ja, im Determinismus wäre es auf jeden Fall so, dass es schon seit Anfang der Zeit feststeht, welche Wünsche man haben wird. Und im Indeterminismus stünde es zwar nicht fest, sondern es war dann Zufall im Spiel, aber wir haben sie uns auch nicht ausgesucht, unsere Wünsche. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, merkt man schnell, dass das auch eigentlich niemand annimmt. So weit gehen wir gar nicht, wenn wir freien Willen fordern. Wir reden ständig davon, dass jemand eben so ist, wie er ist. Und ich habe mir nicht ausgesucht, zum Beispiel, mich für Psychologie zu interessieren. Das war keine Entscheidung von mir. Ich habe mich zwar entschieden, Psychologie zu studieren, und diese Entscheidung wurde unter anderem, und vereinfacht gesprochen, siehe oben, von meinem Interesse an Psychologie mit verursacht, aber die Eigenschaft, dass mich dieses Fach interessiert, habe ich nicht verursacht und bestimmt, sondern es ist eben so gekommen, dass ich diese Eigenschaft habe. Aber niemand würde behaupten, er hätte keinen freien Willen, weil er sich sowas oder zum Beispiel auch seine sexuelle Orientierung nicht ausgesucht hat. Nebenbei könnte da der Grund liegen, warum manche homophoben Zeitgenossen gerne genau das behaupten, dass Homosexualität eine Entscheidung wäre, und warum religiöse Fanatiker auch eine Tendenz zu solchen Argumentationen haben. Denn radikal interpretierte Religion beinhaltet oft Vorschriften, die sich nicht nur auf das Verhalten beziehen, sondern sogar auf die Wünsche. Wenn man seines nächsten Weib nicht begehren soll, dann heißt das nicht nur, dass man sich nicht an sie ranmachen soll, sondern dass man das nicht mal wollen darf. Das ist nach dem, was ich jetzt schon dargelegt habe, ein unmöglicher Anspruch. Aber ansonsten beschädigt es, glaube ich, unser Bild von freiem Willen nicht, dass wir unsere Wünsche schon mitbringen. Sondern der entscheidende Schritt ist der zweite. Sind es diese Wünsche, die wir bewusst als die unseren empfinden, obwohl wir sie nicht selbst bestimmt haben, sind es also diese Wünsche, die unser Verhalten beeinflussen? Stimmt unser Handeln mit diesen Wünschen überein? Das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt zwei Alternativen. Erstens könnte unser Handeln von außen bestimmt sein, The Matrix lässt grüßen. Und zur zweiten Alternative komme ich gleich noch. Aber noch zur Veranschaulichung von dem Punkt. Luther soll ja gesagt haben, auch wenn es umstritten ist, hier stehe ich, ich kann nicht anders, als er wegen seiner angeblichen Ketzerei angeklagt war. Damit sagt er ja, ich habe nicht die Wahl, etwas anderes zu wollen. Ich kann mich nicht dafür entscheiden, eine andere Ansicht zu haben. Trotzdem verstehen wir aber gerade einen solchen Satz als Ausdruck von Freiheit, weil er sich nicht den äußeren Zwängen beugt, sondern so handelt, wie er das ganz ehrlich will. Das trifft unser Bild von freiem Willen. Und man kann zwar vielleicht argumentieren, wenn unsere Wünsche vorbestimmt sind, dann ist das streng genommen kein freier Wille.
Aber was heißt streng genommen? Ich finde, dass man die Frage, ob wir freien Willen haben, so betrachten sollte, wie wir diesen Begriff tatsächlich meinen, wenn wir davon sprechen. Und wenn wir unter dem Begriff allgemein und intuitiv eben den zweiten Schritt von Wünschen zu Handlungen verstehen, wie das Luther-Beispiel zeigt, wenn das der Kern dessen ist, was wir uns darunter vorstellen, dann ist auch nur dieser Punkt von Interesse. Da interessiert es mich nicht, wenn ein Wissenschaftler sagt, ja, streng genommen müsstest du deine Wünsche selbst wählen können, um freien Willen zu haben. Dass wir das nicht können, da sind wir uns schnell einig. Aber dann möchte ich trotzdem antworten, das meine ich doch gar nicht mit freiem Willen. Ich meine nicht den unbedingten, sondern den bedingten freien Willen. Die Fantastischen Vier und Schopenhauer haben es unabhängig voneinander perfekt formuliert. So, du kannst zwar machen, was du willst, aber nicht wollen, was du willst. Und wir meinen mit freiem Willen eben nur den ersten Teil, machen können, was man will. Also diese Ansicht bedeutet, wenn die Welt deterministisch ist, schließt es den bedingten freien Willen nicht aus, weil er sich eben trotzdem darin äußern kann, dass unsere Handlungen von unseren Wünschen mitbestimmt werden. Kurz gesagt, dass wir das tun, was wir wollen. In einer deterministischen Welt wird das auch bedeuten, man hätte nichts anderes tun können und nichts anderes wollen können. Aber der Punkt ist eben, gerade dass ich das und das gewollt habe und das getan habe, macht mich auch aus. Wenn ich etwas anderes gewollt oder getan hätte, dann wäre das nicht ich, sondern eine andere Person, die es nun mal nicht gibt. Oder höchstens in einem Paralleluniversum oder so. Was übrigens auch ein bisschen der Vorstellung von Paralleluniversen ihre Gruseligkeit nimmt, weil man dann ja manchmal denkt, ich bin irgendwie beliebig, wenn es mich noch Millionen Mal gibt. Wenn man das aber so sieht, dann muss man sagen, nee, mich gibt es nur einmal, nämlich hier. Und jede andere Person, die mir sehr ähnlich zu sein scheint in einem Paralleluniversum, bin nicht ich. Kann ich nicht mit diesem Begriff belegen. Aber gut, in einer indeterministischen Welt funktioniert die gleiche Logik genauso. Da laufen die darunterliegenden physikalischen Prozesse eben nicht zwangsläufig ab, sondern probabilistisch. Aber wie schon gesagt, eben trotzdem regelmäßig, sodass im großen Maßstab nicht völlig chaotisches, willkürliches, abgefahrenes Geschehen daraus werden würde. So kann es ja auch gar nicht sein, denn sonst hätten wir Menschen uns nie entwickelt, sonst hätte die Evolution nicht passieren können. Denn die beruht darauf, dass auf Zufall Regelmäßigkeiten entstehen. Und das passiert eben, weil sich das Chaos, das es dann auf der winzigsten Ebene gibt und die Zufälle sehr schnell neutralisiert. Für freien Willen wäre es also egal, ob die Welt deterministisch oder indeterministisch ist. Die Logik funktioniert so oder so. Der bedingte freie Wille ist trotzdem möglich. Vielleicht stören sich manche trotzdem an der Vorstellung einer deterministischen, zwangsläufigen Welt. Denn auch wenn dann das, was zwangsläufig passiert, immer noch mich ausmacht und Ausdruck meiner Person und damit meiner Freiheit ist, kommt es einem irgendwie doch unfrei vor. Am gravierendsten vielleicht mit dem Gedankenexperiment, wenn jemand sämtliche Informationen über alle Teilchen im Universum hätte, seinen vollständigen Zustand und wenn er die Naturgesetze genau kennen würde, dann könnte er doch in einer deterministischen Welt theoretisch vorhersagen, was ich tun werde, oder? Es wäre dann doch denkbar, dass das in einem Buch aufgeschrieben wird. Und wenn ich dann dieses Buch bekomme und aufschlage, würde darin stehen müssen, er liest gerade dieses Buch. Das klingt gruselig. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn ich das Buch nicht aufschlage, dann steht das da nicht. Es gibt ziemlich genau diese Szene in Michael Endes wunderbaren Buch Die unendliche Geschichte. Und zumindest mir ist es da ganz unerwartet eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil das irgendwie einfach gruselig ist. Und ich glaube, es ist deshalb so gruselig, weil es sehr stark das Gefühl hervorruft, von außen gesteuert zu sein und nur eine Marionette zu sein oder von irgendeiner externen, allwissenden Macht, die einem grundsätzlich überlegen ist, weil man sie nie austricksen kann. Denn egal, was man tut, sie weiß es ja. Aber das ist aus mehreren Gründen nur Fiktion und die in Wahrheit unmöglich ist. Erstens ist sie ganz praktisch gesprochen unmöglich, weil man dazu unendliche Rechenkapazität bräuchte. Zweitens kann in so einem Buch nie stehen, er liest gerade dieses Buch, weil man mit der perfekten deterministischen Physik nur die Bewegung der Teilchen vorhersagen könnte. Man könnte nur vorhersagen, dieses Teilchen wird sich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort und in diesem Zustand sein. Die Interpretation, dass das bedeutet, dieser Mensch liest dieses Buch, kann diese Vorhersage nicht liefern. Das ist zwar praktisch gesehen Erbsenzählerei und kein Widerspruch dazu, dass man in der Physik und in allen möglichen Bereichen ja durchaus Vorhersagen treffen kann und auch sehr genaue.
Aber streng genommen ist sowas immer nur ein Modell, das wir interpretieren. Streng genommen ist es eine Vereinfachung und Interpretation. Es ist keine deterministische Vorhersage, sondern es ist theoretisch eine Modellrechnung. Wenn man ausnutzen will, dass man im Determinismus die Zukunft exakt und perfekt vorhersagen könnte, um dann jemandem so ein Buch zu schreiben, dann muss man es so streng nehmen, dann darf man nichts rein, gar nichts vereinfachen. Dann muss man jedes Teilchen berücksichtigen und darf überhaupt nicht generalisieren und Teilchen zu Objekten zusammenfassen. Denn sobald ein einziges Teilchen nicht stimmt, ist es mit der zwingenden Vorhersagbarkeit dahin. Nur wenn jede einzelne winzige Information stimmt und berücksichtigt wird, ist die Vorhersage zwingend. Man darf also keinerlei Zusammenfassungen und Modelle benutzen, sondern muss auf der Ebene der einzelnen Teilchen bleiben. Und dann bekommt man als Ergebnis auch nur, an dieser Stelle wird zu diesem Zeitpunkt ein Heliumatom sein, dort ein Wasserstoffatom und so weiter. Es gibt keine Möglichkeit dann festzustellen, dass diese Konstellation von Atomen dieser bestimmte Mensch sein wird, dessen Verhalten man vorhersagen wird. Und es gibt keine Möglichkeit festzustellen, was diese Konstellation und Bewegung von Teilchen, die man vorhersagen kann, für ein Verhalten ist. Man kann nur die Bewegung der Teilchen vorhersagen, aber nicht die Handlung von Menschen oder auch nur die Bewegung eines bestimmten Objekts, weil solche Konzepte wie Mensch, Handlung oder Objekt auf dieser Ebene der Berechnung gar nicht existieren. Das ist vielleicht schwierig zu glauben oder zu verdauen, weil es eine sehr unvertraute Denkweise ist. Denn in der Praxis begegnet uns das nie. Wir müssen nie so denken, weil das eben nur ein Gedankenexperiment ist und in der Praxis immer modelliert und zusammengefasst werden kann. Aber für das Gedankenexperiment und die Frage, ob eine deterministische Welt Verhaltensvorhersagbarkeit bedeuten würde, ist das die relevante Denkweise und keine Erbsenzählerei, sondern es würde es tatsächlich unmöglich machen, so eine Vorhersage wie er liest gerade dieses Buch zu treffen. Das heißt, wenn es nicht sowieso schon unmöglich wäre, denn es gibt noch einen Grund, warum wir uns vor diesem Szenario nicht fürchten müssen. Obwohl eine deterministische Welt dadurch definiert ist, dass in ihr der komplette weitere Verlauf des Universums zwangsläufig feststeht, ist sie trotzdem nicht vorhersagbar. Und das nicht nur aus praktischen Gründen wegen der Rechenkapazität, sondern auch aus theoretischen Gründen. Nämlich, weil man sich selbst in dem Universum be befindet, das man vorhersagen will, und man kurz gesagt damit auch seine eigene Vorhersage vorhersagen müsste. Das kann man sich mit einem Gedankenexperiment klar machen. Mal angenommen, so eine Vorhersage wäre denkbar. Man kennt den gesamten Zustand des Universums und seine Naturgesetze und nehmen wir auch mal an, die Rechenkapazität wäre kein Problem. Jetzt soll man vorhersagen, wird um 12 Uhr diese Lampe hier an oder aus sein? Im Sinne der Überlegungen, die ich gerade eben ausgeführt habe, könnte man natürlich auch fragen, wo wird sich um 12 Uhr dieses oder jenes Teilchen befinden, weil man eine Lampe eh nicht vorhersagen kann. Aber das können wir jetzt mal be beiseite lassen, denn es ist nur ein Gedankenexperiment. Also, wird diese Lampe an oder aus sein? Und vorhersagen soll man das jetzt, indem man eine andere Lampe ein- oder ausschaltet, je nachdem, was man vorhersagt, und zwar unmittelbar vor 12 Uhr, sodass man die Vorhersage auch nicht nochmal ändern kann. Das Dumme ist jetzt, an der vorherzusagenden Lampe ist ein Sensor angebracht, der deine Lampe beobachtet. Und wenn du deine Lampe anschaltest, geht die andere aus und umgekehrt. Das heißt, sobald du eine Vorhersage triffst, wird sie automatisch falsch. Das klingt jetzt vielleicht wie ein billiger Trick, weil es vielleicht so aussieht, als wäre die Aufgabe sozusagen einfach fies gestellt. So. Man könnte ja auch einfach sagen, ob die Lampe an oder aus sein wird. Aber das macht das Ganze nicht besser. Denn das Problem, warum die Vorhersage scheitert, ist ja, dass sich durch diesen Sensor die Vorhersage selbst, das Treffen, das Machen dieser Vorhersage auf ihr Ergebnis auswirkt. Und um in einer deterministischen Welt die Zukunft zu berechnen, muss man, wie gesagt, jedes einzelne Teilchen im gesamten Universum berücksichtigen. Man darf da nichts vereinfachen, wenn die Vorhersage wirklich zwingend sein soll, dann darf man da nichts auslassen oder unberücksichtigt lassen. Und dann gibt es nichts, was sich nicht wie diese Lampe verhält. Dann ist alles rückbezüglich, anders gesagt, alles ist ein Frustrator, wie man diese Elemente auch nennt, die ihre eigene Vorhersagbarkeit sabotieren. Denn man ist ja selbst innerhalb des Universums, das man vorhersagen will. Und mit jeder einzelnen Handlung, schon wenn man seinen Finger bewegt oder auch nur nachdenkt, sodass die Neuronen im Gehirn feuern oder nicht feuern, hat man dasselbe Schlamassel wie mit der Lampe. Man greift in das System ein, das man versucht vorherzusagen. Und dass das nur winzige, minimale Einflüsse innerhalb eines gigantisch riesigen Universums sind, hilft einem auch nichts. Denn man weiß seit der Entdeckung der Chaostheorie, dass winzige Einflüsse sich unter bestimmten Bedingungen extrem schnell so aufschaukeln können,
dass man nicht mal mehr annähernde Vorhersagen treffen kann, sondern hoffnungslos verloren ist. Und Rückbezüglichkeit ist so eine Bedingung, die das auslöst. Wenn ein System sehr stark innerhalb untereinander vernetzt ist, dann entsteht sehr leicht chaotisches Verhalten. Dazu reicht es zum Beispiel, wenn man ein System aus drei Planeten beobachtet, dann wird schon die Vorhersage der Laufbahn extrem haarig, dieser drei Planeten. Ein noch besseres Beispiel sind das Wetter und das Klima, ein System, in dem sich sehr viele Dinge gegenseitig beeinflussen. Und das Tolle ist, wenn irgendetwas ein noch besseres Beispiel für ein System ist, in dem sehr viele Prozesse sehr stark gegenseitig aufeinander rückwirken, dann das menschliche Gehirn. Die einzelnen Bereiche und die einzelnen Neuronen sind extrem stark untereinander vernetzt und es gibt die Hypothese, dass durch diese Vernetztheit überhaupt erst Intelligenz und Bewusstsein entstehen. Das Gehirn kann über sich selbst nachdenken, es kann sich nicht selbst vorhersagen. Genauso wie ein Computer nicht besser als nur näherungsweise und dann auch dann meistens auch nur sehr schlecht die ganz simple Frage beantworten kann, wie lange ein Programm noch für einen bestimmten Vorgang brauchen wird. Und weil es dazu berechnen müsste, was es alles tun muss, um das Programm abzuschließen, und das kann es nicht schneller berechnen als so schnell, wie es das dann halt tut. So. Und ganz grundsätzlich heißt es also, auch in einer deterministischen Welt wären wir unvorhersagbar. In dem Sinne, dass man nie zwingend definitiv berechnen könnte, was wir tun werden, obwohl das in einer deterministischen Welt in Wahrheit definitiv feststeht. Aber was bedeutet in Wahrheit feststehen dann überhaupt noch? Es kann im Universum nichts und niemanden geben, der definitiv wissen wird, kann, was passiert, was passieren wird. Kann man dann überhaupt noch davon sprechen, dass es feststeht? Man hat dann zwar trotzdem noch irgendwie das Gefühl, wenn es zwingend ist, was passieren wird, dann befindet sich dieses Wissen sozusagen irgendwie im Universum. Aber praktisch gesprochen kann es von nichts und niemandem gewusst werden, sondern man kann nur sagen, okay, es gibt nur einen möglichen weiteren Verlauf und der wird auch passieren, aber es ist völlig unmöglich zu wissen, welcher. Und das ist doch letztendlich genauso gut wie eine indeterministische Welt, in der es auch theoretisch nicht feststeht. Also anders gefragt, ist ein Fakt, der unmöglich gewusst werden kann, noch ein Fakt? Das macht ein neues philosophisches Fass auf. Gäbe es das Universum noch, wenn sich darin kein Wesen mit Bewusstsein befände? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall muss es uns keine Angst machen, dass die Welt möglicherweise deterministisch ist. Und damit ist unser Stand bei der Frage nach dem freien Willen jetzt, egal ob die Welt deterministisch ist oder nicht, der freie Wille, der bedingte freie Wille ist so und so, so oder so in dem Sinne möglich, dass wir zwar so sind, wie wir sind und nicht selbst entscheiden können, was unsere Wünsche sind, aber dass wir diese Wünsche immerhin in die Tat umsetzen können. Dass wir so handeln, wie wir das wollen. Wir haben aber bisher nur gezeigt, dass dieser freie Wille noch möglich ist, Determinismus hin oder her, aber noch nicht, dass es ihn auch wirklich so gibt. Denn, wie gesagt, es gibt denkbare Alternativen. Die eine wäre eben, dass unser Verhalten in Wahrheit nicht von unseren Wünschen, sondern von irgendeiner äußeren Einwirkung gesteuert ist. Also, leben wir in einer Matrix? Das ist eine vermutlich nie lösbare, uralte philosophische Debatte, zu der man meiner Meinung nach wenig sagen kann, als, klar, wir können nie das Gegenteil beweisen, aber es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür und es gibt für mich keinen Grund, das anzunehmen. Es kommt mir wie eine extrem unwahrscheinliche Möglichkeit vor. Ja, und gut ist, in der Wissenschaft ist es eins der wichtigsten Prinzipien, immer die sparsamste Erklärung anzunehmen, sprich diejenige, für die man möglichst wenige abenteuerliche, spektakuläre Annahmen machen muss und dass das ganze Universum, das so schon komplex genug ist, in Wahrheit nur eine Simulation oder sowas ist, ist ganz sicher keine sparsame Annahme. Von daher setze ich mich damit jetzt nicht weiter auseinander. Die andere Alternative ist interessanter. Liegen die Ursachen für unser Verhalten tatsächlich in unseren bewussten Wünschen? Passen die beiden Dinge zusammen? Oder sind es in Wahrheit unbewusste Wünsche, die unser Verhalten beeinflussen, die wir also nicht kennen und mit denen wir möglicherweise auch nicht einverstanden wären? Das ist absolut denkbar. Es ist auf jeden Fall plausibel, sich vorzustellen, dass in Wahrheit das Unbewusste am Steuer sitzt und unser bewusstes Ich da nur zuschauen kann und sich vorgaukelt, das eigene Verhalten hätte die Ursache, die man annimmt. Also wenn man sich eine Erklärung dafür zusammenfaselt, warum man so und so handelt, sich damit aber täuscht. Das Gehirn kann gut sich Erklärungen zusammenfaseln. Da möchte ich kurz noch abschweifen zu einem Versuch, um das zu veranschaulichen.
Es gibt Patienten, bei denen zum Beispiel, um sehr schweren Fällen von Epilepsie zu begegnen, der Balken durchtrennt wurde im Gehirn, der den größten Teil der Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften ausmacht, das Corpus callosum, weil das rausoperiert wurde, sodass die Patienten tatsächlich mit zwei ziemlich stark getrennten Gehirnhälften leben, dann Split-Brain-Patienten heißen die dann. Und da Sprache eines der wenigen Dinge ist, die stark in einer Gehirnhälfte zu Hause sind, nur in einer, nämlich in der linken, kann man es einrichten, dass die Patienten etwas auf dem rechten Auge sehen, nur auf dem linken Auge sehen, nur auf dem linken Auge sehen. Das wird dann in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet, denn diese Verarbeitung von den Augen ist über Kreuz sozusagen. Die rechte Gehirnhälfte verarbeitet das, kann das dann aber nicht benennen. Denn das kann ja nur die linke Gehirnhälfte, in der die Sprache ist. Und dadurch ergeben sich so seltsame, seltsame Folgen, wie dass die Patienten, wenn sie eine Handlung beschreiben, die die linke Gehirnhälfte, bei der die linke Hälfte nicht den Grund weiß, warum sie das getan haben, dann erfinden sie irgendeinen Grund, irgendeinen völlig absurden und fabulieren sich da was zusammen, was für Außenstehende ganz merkwürdig klingt. Natürlich sind das jetzt keine, ist das nicht der Normalfall, sondern es sind eben Patienten mit dieser bestimmten Pathologie. Das heißt, das kann man nicht generalisieren, aber es zeigt vielleicht ziemlich gut, wie gut das Gehirn konfabulieren kann, wie man das auch nennt. Also sich Dinge, Erklärungen zusammenfasern kann für das, was es tut. Und von daher muss man das als echte Möglichkeit in Betracht ziehen, dass und wir aus anderen Dingen handeln, aus anderen Motiven, als wir das glauben und unser Gehirn uns aber trotzdem glaubhaft vorgaukeln kann, es wüsste, warum es so und so handelt. Und dass man vom Unbewussten und von unbewussten Motiven gesteuert wird, ist ja eine beliebte Idee in der Psychologie mit langer Tradition. Und das ist etwas, worauf Leute immer wieder anspielen, wenn sie mit mir über mein Studienfach reden. Sehr viele Leute fragen dann nach dem Unterbewusstsein und nach Träumen und so weiter und finden solche Sachen besonders faszinierend. Und ich auch, muss ich sagen. Ich will jetzt gar nicht von Träumen reden oder von Sigmund Freud oder sonst was, sondern es gibt auch ganz wissenschaftlich saubere, nüchterne Experimente, die unbewusste Einflüsse aufdecken. Und um gegen den bedingten freien Willen zu sprechen, braucht es also zwei Dinge dabei. Erstens muss das Verhalten von Faktoren beeinflusst werden, die einem nicht bewusst sind und mit denen man zweitens nicht einverstanden wäre, wenn sie einem bewusst wären. Solche Befunde sind dann oft ziemlich kontrovers, explosiv sozusagen. Zum Beispiel, wenn Vorurteile untersucht werden und sich rassistische Stereotype bei Leuten bahnbrechen, die bewusst und auch ganz ehrlich rassistische Stereotype entschieden von sich weisen. Zum Beispiel mussten in einer Studie Polizisten in einem Videospiel blitzschnell entscheiden, auf eine Person zu schießen oder nicht, um sich möglicherweise gegen sie zu verteidigen. Wenn die Person dann etwas in der Hand hatte, von dem uneindeutig war, ob es eine Waffe war oder was anderes, schossen die Polizisten eher, wenn die Person schwarze Haut hatte. Das ist eine schon etwas ältere Studie, die aber gerade in den USA leider natürlich kaum aktueller sein könnte im Moment und die vielleicht zeigt, dass man vorsichtig sein sollte mit Schuldzuweisungen. Möglicherweise haben zumindest manche der Polizeimorde an Schwarzen überhaupt nichts mit bewussten und in diesem Sinne böswilligen Vorurteilen zu tun, sondern manche der entsprechenden Beamten, die durch eine Kultur solcher Vorurteile geprägt sind, könnten hier einfach an die Grenzen ihres freien Willens stoßen. Soll heißen, sie können nicht dafür sorgen, dass ihre bewusste, vorurteilsfreie Einstellung in ihr Verhalten bestimmt, sondern gegen ihren Willen brechen sich unbewusste Vorurteile Bahn. Das gilt natürlich nur für Fälle, wo so eine Split-Second-Entscheidung sozusagen getroffen wurde, eine blitzschnelle, was ja nicht bei allen Fällen, die jetzt in den Medien waren, der Fall ist. Aber gut, solche Vorgänge zeigen sich auch in weniger folgenschwierigen Bereichen. Ein sehr beeindruckendes Beispiel ist eine berühmt gewordene Studie, bei der man in einem Supermarkt in der Weinabteilung entweder typisch deutsche oder typisch französische Volksmusik im Hintergrund laufen ließ und dann feststellte, dass sich das dramatisch auf den Umsatz der Weine auswirkte. Bei deutscher Musik wurde viel mehr deutscher Wein gekauft und umgekehrt. Als mir die Leute hinterher danach gefragt hat, war aber niemandem dieser Einfluss klar. Und sicherlich wäre auch kaum jemand von uns glücklich damit, dass man sich davon beeinflussen lässt. Ein noch besseres Beispiel für Einflüsse, mit denen man eigentlich ganz bestimmt nicht einverstanden ist, sind sogenannte Ankereffekte, bei denen sich eine willkürliche Zahl, die einem präsentiert wird,
die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben muss, auf das Denken der Leute auswirkt. Mein Lieblingsbeispiel ist folgendes. Man lässt Leute, die als Richter fungieren sollen, natürlich in gestellten Prozessen innerhalb des Experiments, unter einem Vorwand einen Würfel werfen. Dann sollen sie in dem jeweiligen fiktiven Prozess ihr Urteil abgeben. Wie viele Monate oder Jahre soll der Angeklagte bekommen? Je höher die gewürfelte Zahl, umso höher fallen im Durchschnitt die Strafen aus, die die Leute vergeben. Einfach, weil so etwas, wenn man nicht gerade Jurist ist, relativ schwer zu beurteilen ist. Und dann lässt sich unser Denkapparat auch von einer völlig zusammenhangslosen Zahl schon beeinflussen und nimmt es als Ankerpunkt, daher der Name des Effekts, Ankereffekte. Also ein Ankerpunkt, von dem man dann ausgeht. Noch ein anderer schöner Effekt, und der das Prinzip von ungewollten, unbewussten Einflüssen zeigt, ist Implicit Egotism, unbewusste Selbstliebe sozusagen. Man findet Wörter und Namen und Dinge ansprechender, die ähnlich heißen und klingen wie der eigene Name. Das hat man unter anderem damit gezeigt, dass man Leuten fiktive Teesorten vorgesetzt hat, die man dann jeweils so ähnlich hat klingen lassen wie den Namen des jeweiligen Probanden. Man hat dabei einfach immer die ersten drei Buchstaben des Namens genommen und noch Oki dran gehängt, weil das mit sehr vielen, wenn auch nicht mit allen Namen gut funktioniert. Mit Thomas funktioniert zum Beispiel nicht, also Toki klingt ein bisschen merkwürdig. Aber in meinem Fall, Alexander, wäre das also zum Beispiel Alioki. Und diese angeblichen T-Marken mochten die Probanden also lieber als die ansonsten gleiche mit neutralem Namen. Und man kann das Ganze noch weiter treiben. Indem man Bevölkerungsregister in den USA untersucht hat, fand man heraus, dass man mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit, als man durch Zufall erwarten würde, jemanden heiratet, dessen Name mit dem gleichen Buchstaben beginnt. An dieser Stelle ein schöner Gruß an meine Freunde Yannick und Jill, falls sie irgendwie mal auf dieses Video stoßen. Und genauso zeigt sich auch, dass Menschen mit dem Namen Denise überzufällig oft Zahnärzte werden und Leute, die Lawrence heißen, Juristen werden. In den USA jedenfalls, wegen Dentist und Lawyer. Diese Befunde sind nicht unbedingt gesichert. Also es sind sehr kleine Effekte und es ist wohl umstritten, ob sich da nicht vielleicht doch eher um statistische Zufälle handelt. Aber ich führe sie trotz dieser Kontroverse an, weil sie ja nur ein besonders spektakuläres Beispiel von einem ganzen Berg an Studien sind, die alle das Prinzip zeigen. Das jetzt nicht die einzige Studie ist, auf die sich das gründet, sondern sie ist nur besonders beeindruckend. Also dieses Prinzip, dass unbewusste und unerwünschte Faktoren uns beeinflussen können und das eben möglicherweise auch bis hin zu solchen großen Lebensentscheidungen wie einer Hochzeit. Manche Forscher gehen so weit, dass sie aus diesen Studien tatsächlich schlussfolgern, der Großteil des Alltagslebens der Menschen wird nicht von ihren bewussten Zielen und ihren überdachten Entscheidungen bestimmt, sondern von geistigen Prozessen, die außerhalb des Bewusstseins vor sich gehen. Das war ein Zitat von zwei angesehenen Sozialpsychologen. Das halte ich aber für eine spektakulär übereilte und viel zu weitgehende Schlussfolgerung. Also, dass das generell die Regel wäre und nicht die Ausnahme. Diese spektakulären einzelnen Studienergebnisse sind ja nicht zuletzt deshalb so spektakulär, weil sie von dem abweichen, was wir als den Normalfall kennen. Nämlich, dass das, was wir bewusst wollen und das, was wir tatsächlich gut tun, ziemlich gut zusammenzupassen scheinen. Das Gleiche gilt für spektakuläre Einzelfälle, die manchmal so dargestellt werden, als würden sie zeigen, dass wir in Wahrheit von unserem Unterbewusstsein gelenkt werden, nämlich Fälle von Gehirnpathologien und Läsionen. Besonders irre sind ein paar Fälle, die der Neurowissenschaftler David Eagleman in seinem Buch Incognito schildert, das ich jedem sehr empfehle, der über dieses ganze Themengebiet noch mehr wissen will. Da gibt es unter anderem den gruseligen Fall eines Mannes, der sein Leben lang ein durchschnittlicher, braver, umgänglicher Bürger war und dann auf einmal den unwiderstehlichen Impuls in sich zu spüren begann, seine geliebte Frau und andere Menschen dazu umzubringen. Das hat er letztendlich auch getan. Er ist amok gelaufen. Seine Frau und schließlich sich selbst hat er dabei tatsächlich auch umgebracht. Und er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er schreibt, dass ihm selbst diese Veränderung in ihm ein völliges Rätsel ist, dass er das nicht erklären und verstehen kann und dass er entsetzt ist von sich selbst. Nach seinem Tod stellte man fest, dass er einen Gehirntumor entwickelt hatte. Und ein Gehirntumor war auch bei einem Mann im Spiel, bei dem es zum Glück glimpflicher ausging, der durch einen Gehirntumor plötzlich pädophil wurde, was er vorher nie war.
Und als man den Gehirntumor entfernt hat, war die Neigung wieder weg. So. Wenn man so etwas als Beleg dafür deutet, dass wir in Wahrheit Sklaven unseres Unterbewusstseins werden, dann frage ich mich, was in Wahrheit hier heißen soll. Also, warum ist der Normalfall ein gesunder Mensch, der nicht so heftig von ungewollten Motiven außerhalb seiner bewussten Kontrolle getrieben wird, irgendwie unwahr oder eine Illusion, nur weil etwas dahinter liegt, was sich nur in solchen seltenen Fällen bahnbrechen kann? Also, genauso wenig würde man sagen, dass ein Berliner, also das Gebäckstück, in Wahrheit aus Marmelade besteht, nur weil das hinter der sichtbaren Hülle liegt. So. Um zurück zu den vorhin angeführten Studien zu kommen, bei denen darf man außerdem nicht vergessen, dass es bei solchen Studienergebnissen immer um Mittelwertsunterschiede geht. In der Psychologie einen Effekt nachzuweisen bedeutet immer zu zeigen, dass es schon ja, mit dem Teufel hätte zugehen müssen, damit ein solches Studienergebnis nur zufällig zustande gekommen wäre. Obwohl es den Effekt eigentlich gar nicht gibt. Also, dass man zum Beispiel in der Studie mit den Teesorten, dass dort nur zufällig sehr viele Leute den Namen mit den eigenen Buchstaben gewählt haben, obwohl der Name sie in Wahrheit nicht beeinflusst hat. So wie man auch ab und zu nur durch Zufall bei 20 Münzwürfen mal 15 mal Kopf und nur 5 mal Zahl bekommen hat. Also, man versucht dann immer statistisch zu zeigen, ja, kann das noch Zufall sein jetzt oder sollte man eher davon ausgehen, dass da ein echter anderer Grund vorliegen muss? Und wenn ein Unterschied zwischen zwei Gruppen stark genug vorhanden ist, um wahrscheinlich kein Zufall zu sein, dann sagt das noch nichts darüber aus, wie groß dieser Effekt ist. Wenn man eine Studie mit 1 Million Versuchspersonen durchführen würde, dann wäre ein winziger Unterschied von einem Zehntel Prozent oder so, von einem Tausendstel signifikant, wie man dazu sagt, aber er könnte uns völlig egal sein, weil er praktisch nichts ändert, weil er so winzig ist. Bei der Studie mit den Würfeln und den Richterurteilen, um das mal damit zu veranschaulichen, verschiebt eine höhere gewürfelte Zahl die Wahrscheinlichkeit eines höheren Urteils ein bisschen nach oben, aber es ist weit, weit davon entfernt, dass man sagen könnte, wer eine höhere Zahl gewürfelt hat, der vergibt auf jeden Fall ein klar höheres Urteil, sondern es ist bloß ein bisschen wahrscheinlicher, dass er das tut, aber oft wird es nicht so sein, sondern oft wird es umgekehrt sein. Nur im Durchschnitt zeigt sich ein kleiner Unterschied. Der ist nicht von der Hand zu weisen, aber eben trotzdem nur ein kleiner Durchschnittsunterschied. Das ist bei fast allen psychologischen Studien so, wird aber in den Studienartikeln selbst und erst recht in Presseberichten darüber so gut wie immer ignoriert oder sogar falsch dargestellt. Ein gutes Beispiel sind Geschlechterunterschiede. Da titeln Zeitungen also regelmäßig, Frauen sind besser da und darin oder Männer sind eher so und so. Und selbst in den Bereichen, in denen es echte Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, manche sind auch einfach Mythen, aber selbst da wird man immer sehr, sehr viele Frauen und Männer finden, die diesem Muster widersprechen, bei denen das nicht zutrifft. Nur im Durchschnitt gibt es eben den Unterschied. Aber vor allem ist es mir ein Rätsel, wie man durch solche Studien, abgesehen davon, dass es also keine zwangsläufige Verhaltensvorhersage ermöglicht, sondern nur Durchschnittsunterschiede, widerspiegelt, abgesehen davon ist es mir ein Rätsel, wie man dadurch zu der Interpretation kommen kann, es wäre der Normalfall, dass uns unbewusste und ungewollte Einflüsse prägen, ohne dass wir ein Veto einlegen können. Denn das ist ja der entscheidende Punkt, wie schon ganz am Anfang bei den Libet-Experimenten. Dort konnten die Probanden die Entscheidung noch ändern, wenn der Computer sie versucht hatte vorherzusagen. Und auch im größeren Maßstab können wir doch ständig die Handlungsmöglichkeiten, die uns unwillkürlich automatisch in den Sinn kommen, kontrollieren und ändern. Sonst würden wir uns doch alle ständig alles Mögliche an den Kopf werfen, was uns auf der Zunge liegt, und hemmungslos unsere Triebe, welcher Art auch immer, ausleben. Der Professor, mit dem ich dieses Thema besprochen habe, als ich das als Referat vorbereitet habe, hatte dafür ein, wie ich finde, sehr gutes Beispiel, nämlich Pädophilie. Die große Mehrheit der Pädophilen wird Gott sei Dank nie übergriffig und sehr viele auch nicht in dem Sinn, dass sie Fotos und Videos runterladen. Es gibt ein Projekt namens Kein Täter werden, das Betroffenen dabei hilft, ihre Neigung eben nicht auszuleben. Dass es überhaupt möglich ist, so ein Projekt, und in sehr vielen Fällen funktioniert, ist ein starker Beleg, dass wir eben in diesem Sinne durchaus freien Willen haben. Und dass dieses Projekt übrigens kritisiert wird, weil man Menschen mit so furchtbaren Gedanken angeblich von vornherein bestrafen müsse, weil sie das nicht anders verdient hätten, zeigt, dass nicht alle Menschen den Unterschied zwischen Handlungsfreiheit und Wollensfreiheit kapieren, auf den ich vorhin eingegangen bin.
Das alles, auch dieses Veto, kann, wie gesagt, nicht bedeuten, dass wir irgendwie von außen als Erstverursacher in die Dinge eingreifen. Wir haben eben so ganz grundsätzlich die Vorstellung und das Gefühl, so was wie ein eigenständiges Ding zu sein, das von sich aus handelt, aus sich heraus. Und obwohl das so nicht möglich ist, müssen wir unser Gefühl, aktiv zu handeln, aus meiner Sicht trotzdem nicht aufgeben. Dann ist es so ein Mittelding. Also ich finde, dass man trotzdem von aktivem Handeln sprechen kann, obwohl man nicht der Erstverursacher ist. Und das will ich so veranschaulichen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Maschine anschaltet, dann läuft diese und tut Dinge. Und wir würden das auf diese aktive Weise beschreiben. Die Maschine tut etwas. Aber ausgelöst wurde das nicht durch irgendeine Kraft in ihr selbst, sondern die unmittelbare Ursache war, dass jemand die Maschine angeschaltet hat und dann läuft sie eben, ob sie will oder nicht. Das liegt irgendwo zwischen Selbsthandeln und sozusagen gehandelt werden, finde ich. Wir haben da auf Deutsch keine grammatische Form, um das auszudrücken. Im Lateinischen gibt es manche Verben, die dieses Mitteldingen ausdrücken können. Die Erde bebt, heißt zum Beispiel terra movetur. Und dieses Movetur ist eine Passivform, die aber wie ein aktives Verb gebeugt wird. Das heißt, darin steckt gleichzeitig die Erde bewegt sich und die Erde wird bewegt. Und das trifft es ja eigentlich sehr gut, denn irgendwie stimmt ja beides, wenn die Erde bebt bzw. gebebt wird. So ein bisschen steckt das im Deutschen zum Beispiel noch in dem Satz: Zeiten ändern sich. Wer ändert da wen und wer wird geändert? Und genauso würde ich das auch betrachten, was einem klar wird, wenn man darüber nachdenkt, dass die Welt seit dem Urknall einfach nur abläuft. So oder so, entweder deterministisch oder mit Zufallselementen. Dann wäre es vielleicht passender, statt ich handle oder ich tue Dinge, zu sagen, ich passiere. Und durch dieses erstaunliche Epiphänomen namens Bewusstsein kann ich mich selbst dabei beobachten. Alles auf der Welt ist ja Materie und jetzt ist irgendwie durch einen erstaunlichen Evolutionsprozess eine Anordnung dieser Materie entstanden, die sich selbst erkennen und beobachten kann. Trotzdem glaube ich, dass man nicht inkonsequent oder irgendwie unwissenschaftlich ist, wenn man sich die Vorstellung behält, dass man selbst zum Beispiel sich Dinge vornimmt, sich für etwas entscheidet oder auch sich ändert. Diese Begriffe würde ich dann eben in diesem halb passiven, halb aktiven Sinn auffassen wollen. Es passiert mit mir, aber das bin ich. Um es vielleicht noch anders zu veranschaulichen, wenn ein Computer Bewusstsein hätte, wenn sich seine Schaltkreise irgendwie so zusammenfügen würden, dass daraus Bewusstsein entsteht. Man hat ja schließlich keine Ahnung, wie das bei Menschen passiert, warum das bei uns so ist. Dann könnte der Computer völlig zu Recht denken, Mann, ich bin schon ein verdammt guter Kopfrechner. Selbst wenn ihm selbst klar wäre, dass das nur durch seine Programmierung zustande kommt. Aber gerade die macht ihn ja aus und macht seinen Stolz aus. Ich glaube, dass genau diese Situation vorliegt, wenn ein Mensch auf sich selbst stolz ist. Und nicht nur auf Eigenschaften wie Kopfrechenkünste, sondern auch auf Handlungen. Auch darauf, wenn man sich selbst ändert. Wenn man ein anderer Mensch wird. Wenn man, ja, auch das ist ja letztendlich nur der Ablauf der Welt, denn den man nicht selbst von außen aufgrund einer eigenen Kraft angestoßen hat. Trotzdem ist man, finde ich, völlig zu Recht stolz darauf und redet völlig zu Recht davon, dass man sich geändert hat und dass man Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Das wollte ich nochmal betonen, bevor ich zum Fazit komme, denn das sieht für mich so aus. Die eigentlich entscheidende Frage aus meiner Sicht, diejenige, die wirklich an den Kern dessen geht, was wir meinen, wenn wir von freiem Willen reden, ist die nach dem bedingten freien Willen. Haben wir die Fähigkeit sicherzustellen, dass unser Verhalten auf die Faktoren zurückgeht, auf die es zurückgehen soll? Oder ist das Unbewusste am Steuer und wird unser Verhalten von unbewussten und unerwünschten Faktoren gelenkt? An dieser Frage gehen sowohl die Experimente von Libet vorbei, als auch die Argumentation der meisten Stimmen, die behaupten, der freie Wille sei in der Wissenschaft längst als Illusion entlarvt. Wer sagt, dass wir eigentlich doch nur Neuronenbündel sind, der sagt im Grunde nur, ja, du dürftest dieses komplexe, echte Innenleben mit Gefühlen und so weiter eigentlich gar nicht haben. Hör auf damit, lass das, das passt nicht in mein Weltbild. Und wer sagt, freier Wille sei eine Illusion, weil alles eine Ursache habe und wir nicht, somit nicht aktiv handeln können, der widerlegt letztendlich nur eine Vorstellung von freiem Willen, bei der wir uns schnell einig sein können, dass das so nicht stimmen kann. Und übersieht, dass es unseren Begriff von freiem Willen nicht einschränkt, wenn wir nicht die ursprünglichen Erstverursacher unseres Verhaltens sind.
Die wirklich interessante Frage ist aus meiner Sicht also, ob wir uns täuschen, wenn wir zu wissen glauben, welche Faktoren unser Handeln beeinflussen oder nicht. Und dann ergibt sich eine überraschende Antwort auf die Frage nach dem freien Willen, nämlich weder ja noch nein, sondern mehr oder weniger. Es kommt darauf an. Die Antwort kann unterschiedlich ausfallen. Es ist ein Kontinuum. Und das ist vielleicht die coolste Antwort, die es überhaupt geben könnte. In Abstufungen statt in Schwarz-Weiß zu denken, wird überhaupt unterschätzt, finde ich. In der klinischen Psychologie argumentieren immer mehr Experten dafür, psychische Krankheiten nicht als entweder da oder nicht da zu begreifen, sondern als ein Kontinuum, auf dem sich jeder irgendwo befindet, ein Spektrum. Weil es sich in der Praxis einfach als völlig künstliche Trennung herausstellt, zu sagen, ab dem und dem Punkt ist jemand depressiv und ab diesem nicht mehr. Also man braucht die Trennung natürlich mehr oder weniger, um Diagnosen vergeben zu können, und ohne die ist ein geregeltes Gesundheitssystem eben schwierig. Aber jeder, der von einer psychischen Störung betroffen war oder ist, weiß, dass man unmöglich einen Punkt angeben kann, an dem man plötzlich aufgehört hat, psychisch krank zu sein und wieder gesund war. Also sogar beim Knochenbruch kann man diesen Punkt ja schon kaum angeben. Deshalb ist das Denken in Abstufungen sinnvoller, und das gilt, glaube ich, für sehr viele Bereiche. Ich glaube, dass es sehr wenige Dinge auf der Welt gibt, die wirklich schwarz-weiß sind. Und es ist eben auch meine Antwort auf die Frage nach dem freien Willen. Man kann ihn mehr oder weniger haben. Frei sein bedeutet nach dieser Vorstellung wissen, das heißt korrekt wissen, aus welchen Gründen man so und so handelt. Seine wahren Motive kennen, sich Gedanken machen, was man, wie man so schon sagt, wirklich will. Man spricht ja auch davon, dass jemand weiß, was er will, und meint das als Kompliment. Unfrei zu sein bedeutet, ein Sklave seiner unbewussten Motive zu sein, weil man sie nicht kennt, nicht erkennt, nicht bemerkt oder nichts daran ändern kann, dass sie die einen beeinflussen. Jeder kennt das Gefühl, dass man mit dem Satz ausdrückt, ich war nicht ich selbst. Das heißt vielleicht nichts anderes als, ich bin an die Grenzen meiner Freiheit gestoßen. Ich musste feststellen, dass ich in dem und dem Punkt unfrei bin. Und umgekehrt bedeutet diese Vorstellung, dass man sich entwickeln kann, dass man freier werden kann, dass das veränderbar ist. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto schlüssiger erscheint es mir jedenfalls, dass persönliche Weiterentwicklung sehr oft genau daraus besteht, seine wahren Motive kennenzulernen und nach ihnen zu handeln. Denn das ist schließlich der zweite Schritt. Also erstens zu ergründen, wer man ist, und zweitens zuzulassen, wer man ist, diesem Ich den freien Lauf zu lassen und sich zu entfalten. Das ist was, woran man ständig und permanent arbeiten kann. Als Kind kann man das ja zum Beispiel noch gar nicht. Kinder haben, je jünger sie sind, umso weniger Einsicht darin, was die Motive sind, die ihr Handeln lenken, und je älter man wird, desto mehr durchschaut man sowas und macht sich darüber Gedanken, und ich glaube, dass man damit immer weitermachen kann und dass man das nie hundertprozentig erreicht, natürlich nicht, sondern auch immer im Kopf behalten sollte, auch egal wie viel man über Psychologie weiß, dass man das nie auch nur annähernd hundertprozentig alles sich selbst durchschaut hat. Mich hat das schon, bevor ich dieses Thema ergründet habe, stark geleitet, so als intuitive Vorstellung quasi, und jetzt habe ich sozusagen so klar drüber nachgedacht und habe das damit jetzt erst recht als Leitfaden für mich sozusagen. Und die ganze helfende Psychologie läuft ja letztendlich auch darauf hinaus. Jemand, der psychisch krank ist, hat im Kern bei so gut wie jeder Störung das Problem, dass andere Faktoren sein Verhalten bestimmen, als er möchte. Und das versucht man in der Therapie letztendlich zu ändern. Zu guter Letzt noch ein Punkt. Ich glaube also daran, dass es den bedingten freien Willen gibt. Es wird immer mehr oder weniger eine Glaubensfrage bleiben, aber selbst wenn das nicht so wäre und irgendwer auf irgendeine undenkbare Weise zweifelsfrei beweisen könnte, dass auch der bedingte freie Wille nur eine Illusion ist und nicht existiert, könnte man sich dann wirklich davon überzeugen? Könnte man das wirklich ehrlich glauben und nicht nur auf sachlicher Ebene akzeptieren? Selbst die Forscher, die jetzt schon diese Ansicht ganz entschieden vertreten, geben zu, dass sie in ihrem Leben trotzdem so handeln, reden und fühlen, als gäbe es den freien Willen. Man kann das kaum abschalten, und selbst wenn man könnte, wäre es auch keine gute Idee. Zu psychischer Gesundheit gehört das Gefühl von Selbstwirksamkeit, das heißt die Überzeugung, dass man mit seinen Handlungen aus eigener Kraft etwas erreichen kann, dass man nicht macht und hilflos ist. Und dieses Gefühl wäre ohne die Überzeugung, freien Willen zu haben, schwer denkbar. Und man kann in Laborexperimenten Leuten die Möglichkeit geben, sich unmoralisch zu verhalten.
Man kann ihnen die Möglichkeit geben, in einem Test zu schummeln und mehr Geld für die Studienteilnahme abzustauben, als ihnen zusteht. Man kann ihnen auch die Möglichkeit geben, irgendwas aus dem Forschungslabor mitgehen zu lassen. Wobei man es natürlich jeweils so aussehen lässt, als bekämen sie diese Möglichkeit unbeabsichtigt, durch Unvorsichtigkeit auf Seiten der Forscher, während es in Wahrheit eben gerade der Clou des Experiments ist. Sozialpsychologen können ziemlich hinterhältig sein. Und wenn man Leuten Texte zu lesen gibt, die genau die Ansicht ausdrücken, dass der freie Wille eine Illusion sei und dass Forscher sich da einig wären und so weiter, dann beginnen die Leute in solchen Situationen hemmungslos zu schummeln und zu stehlen. Vermutlich, weil sie sich dann sagen, na, wenn ich für meine Handlung gar nicht verantwortlich bin und sie sowieso nicht wählen kann, dann brauche ich mich auch nicht moralisch zu verhalten. Was letztendlich ein unfreiwillig komischer Widerspruch in sich ist. Aber wir sollten unsere Vorstellung von Verantwortlichkeit also nicht über Bord werfen. Auch was das Rechtssystem angeht, fordern manche das Konzept von Schuld aufzugeben, weil es nur eine Illusion sei, dass wir unsere Handlungen frei bestimmen können. Man argumentiert dann, wenn jemand offensichtlich durch einen äußeren Einfluss zu einer Handlung getrieben wurde, die nicht unter seiner Kontrolle lag, ist er nicht schuldig. Zum Beispiel gab es einen spektakulären Fall, wieder aus dem Buch von Eagleman jetzt, in dem ein Mann seine Schwiegermutter, glaube ich, umgebracht hat und freigesprochen wurde, weil er überzeugend und ziemlich zweifelsfrei belegen konnte, dass er den Mord schlafwandelnd begangen hat. Vertreter der Ansicht, dass der freie Wille eine Illusion ist, behaupten jetzt, dass wir in Wahrheit nie die Kontrolle über unsere Handlung hätten und somit jeder Fall so liege wie der des Schlafwandlers. Die Person kann nicht schuldig sein für etwas, was sie letztendlich nicht selbst entschieden hat. Das halte ich für Quatsch, obwohl ich selbst nicht an den unbedingten freien Willen, das heißt die Idee eines Erstverursachers einer Handlung, glaube. Selbst wenn Handlungen determiniert sind, macht es für mich aber einen Unterschied, ob sie unmittelbar in allererster Linie durch die Gehirnprozesse determiniert sind, die für eine Person typisch sind, die sie als Individuum ausmachen, oder ob sie unmittelbar von einem Einfluss determiniert worden sind, der nicht für diese Person typisch ist, der extern ist und nicht direkt in ihrem Gehirn liegt, obwohl er sich natürlich immer über die Zwischenstation des Gehirns auswirkt. Also der letzte Schritt vor Verhalten ist natürlich immer was im Gehirn. Aber wodurch kommt das wiederum zustande? Wenn jemand typischerweise aggressiv ist und diese Aggression ihn zu einer Tat getrieben hat, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Kette von Ursache und Wirkung bei ihm auch in Zukunft auftreten könnte. Wenn man jemandem nur als Gedankenexperiment gegen seinen Willen meinetwegen zig Pillen Adrenalin plus eine Menge Alkohol eingeflößt hat und er durch die dadurch entstehende Aggression jemanden angreift, dann ist das eine Kette von Ursache und Wirkung, die mit ihm nichts zu tun hat, sondern von außen kommt, sodass man nicht annehmen muss, dass gerade er auch in Zukunft so etwas tun könnte. Die Schuldfrage mal ganz außer Acht gelassen, ist es dann im ersten Fall schon sinnvoll, die Gesellschaft vor dem Täter zu schützen, für den die Tat typisch war, sodass sie nochmal passieren könnte. Und im zweiten Fall wäre das albern. Und deshalb finde ich nicht, dass man unser Rechtssystem auf den Kopf stellen muss, nur weil man nicht Erstverursacher seiner Handlung ist. So, wer mir bis hierhin zugehört hat, dem gratuliere ich zu solchem Durchhaltevermögen und freue mich über das Interesse. Ich habe jetzt, je länger der Vortrag wird, natürlich immer mehr die Basis von wissenschaftlichen Belegen und Theorien verlassen, sondern eher so etwas wie meine persönliche Philosophie präsentiert. Das ist also natürlich nicht als irgendwas wie wissenschaftlicher Konsens anzusehen, aber mich überzeugen die Ansichten nicht, die eben immer mehr Wissenschaftler, auch sehr renommierte, schon sehr stark als angebliche Fakten und angeblich zweifellose wissenschaftliche Erkenntnis präsentieren. Man kann die Frage nach dem freien Willen anders beantworten als ich, aber es als wissenschaftlich irgendwie gesicherte oder eindeutige Antwort darzustellen, dass der freie Wille offensichtlich eine Illusion wäre, ist mindestens eine schwammige Benutzung des Begriffes freie Wille und aus meiner Sicht für einen Wissenschaftler ganz einfach unseriös. Das ist kein Misstrauen gegenüber der Wissenschaft von mir. Ich bin ein glühender Anhänger der Wissenschaft, wie man wahrscheinlich schon raushören konnte. Aber gerade deshalb stört mich eben wissenschaftlich bedenkliche Rhetorik, gerade von eigentlich respektablen Forschern. Ich freue mich über Kommentare jeglicher Art und bedanke mich fürs Zuhören.